Urheberrecht in dieser Zeit und dessen Fragen diskutieren. Die digitale Veränderung hat sehr viele Aspekte mit sich gebracht, unter anderem der, dass wir sehr viel mehr Möglichkeiten haben, darüber zu entscheiden, wie unsere Werke, jetzt mal von Seiten zum Beispiel eines Komponisten gesprochen, erscheinen sollen in der Öffentlichkeit. Also wir sitzen nicht mehr nur am Schreibtisch und wenn wir wollen, dass es irgendwo gespielt wird, dann gehen wir zum Verleger und der Verleger druckt das und dann kann es irgendwo gekauft werden, sondern wir haben die Möglichkeit, unsere Stücke selber zugänglich zu machen im Internet, sowohl als Partitur, als auch als Tonträger, als auch womöglich als Quellcode oder ähnliches. Das bedeutet natürlich auch, dass es kopierbar ist und dass sich damit neue Fragen ergeben, nach dem, wem gehört das? Oder anders gesagt, wie können wir davon leben? Diese Frage nach dem, wie können wir davon leben, hat wiederum als Gegenstück eben aber auch, wie wollen wir, dass die Werke erscheinen? Wie wollen wir, dass sie eingebunden sind? Wie wollen wir, dass sie benutzt, sei es gekauft oder einfach geteilt werden? In welchen Zusammenhängen wollen wir wie erscheinen? Das sind zwei Aspekte, die sich manchmal überkreuzen, die manchmal aneinander vorbeigehen, die manchmal zusammenwirken in Diskussionen, die zum Beispiel zum Aneinander vorbeireden führen können. Und ich fände es schön, wenn wir heute nicht nur einen dieser Aspekte, sondern möglichst auch beide in der Diskussion präsent hätten. Es kann auch gerne sein, dass es noch ganz andere Aspekte gibt. Wir haben heute vier Gäste, wo ich mich sehr freue, dass die alle gekommen sind. Einmal Johannes Zmörnig aus Graz, einen sehr weiten Weg gemacht, nur um 2 Stunden hier zu sein. Dann Matthias Hornschuh aus Köln. Und Mike Michalke aus Düsseldorf und Boris Baltschul aus Berlin. Ich werde die dann nachher noch genauer vorstellen. Jetzt erstmal nur wegen der Form. Es geht also darum, dass die vier aus einer bestimmten Perspektive kurze Impulsreferate machen von etwa 10 Minuten, maximal 10 Minuten. Mein lieber Kollege Michael Höltke sitzt da schon drohend davor und wird darüber wachen, dass das nicht überschritten wird. Ich werde 5 Minuten und dann die letzten 2 Minuten deutlich anzeigen. Und jedes Mal, jede Minute wird der Blick ganz deutlich böser. Wir werden dann nach diesen maximal 10 Minuten, nach diesem Impulsreferat, die Möglichkeit haben, nachzufragen, aber nicht in die eigentliche Diskussion einsteigen. Und wenn alle vier ihre Aspekte geäußert haben aus der jeweiligen Perspektive, dann haben wir die Möglichkeit, in der zweiten Stunde ganz grob gesagt, wirklich alle zusammen zu sprechen und die verschiedenen Dinge auszutauschen. Ja, dann würden wir anfangen. Dann darf ich Johannes Zmörnig begrüßen und nach vorne bitten. Johannes Zmörnig, der Weitgereiste, und die meisten von euch werden ihn kennen. Er ist der Schöpfer von PD Extended, also derjenige, der aus dem kleinen PD ein großes PD gemacht hat und in Graz an der, Universität für Musik. Und Darstellende Kunst, ja. Universität für Musik und Darstellende Kunst lehrt und nicht nur Programmierer ist, sondern auch selbst Musiker. Der Hintergrund, dass wir besonders Johannes auch eingeladen haben, ist, dass viele Dinge, die diskutiert werden auf der Ebene von künstlerischen Lizenzen, Creative Commons Lizenzen, eigentlich in der Open Source Software Bewegung schon ihre Vorbereitung hatten. Also die Frage, ich möchte, dass mein Werk geteilt wird, aber wie? Ja? Und das heißt, das ist jetzt eben der Hintergrund, dass Johannes jetzt erstmal so ein bisschen sozusagen den Background von einer etwas anderen Perspektive darstellt, die aber doch mit dem Thema sehr viel zu tun hat. Danke sehr. Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Geht schon los? In 10 Minuten? Also ganz kurz zu meiner Person. Ich arbeite eben auf der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Und bin da ziemlich Mädchen für alles, also irgendwie so zwischen Systemadministration, Softwareentwicklung, Lehre und was jetzt noch so anfällt. Ich werde meinen Computer hier verwenden als Notizzettel, weil ich da nicht so gut kann mit Schreiben, also mit schriftlichen Zetteln. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Also hier bin ich eher in meiner Funktion als Entwickler, also Entwickler von Software und Open Source Tools.
eingeladen worden. Und dann noch ganz kurz für die Leute, die mich von meinen Arbeiten nichts wissen. Also ich entwickle einige verschiedene Projekte von ganz Low-Level, also was das heißen würde, Kernel-Module, also Treiber für den Linux-Kernel, der muss irgendwie so einen Datenaustausch von Videos von einer Applikation zur anderen geht, also ähnlich wie Siphon unter OS X, was das jemand kennt. Mein Hauptaugenmerk ist aber eigentlich in der Pure-Data-Entwicklung, wo ich eben einerseits mich zum sehr kleinen Core-Entwicklerteam zählen kann, glücklicherweise, dass wir diesen PD-Kern entwickelt, aber auch, also die meiste Arbeit steckt gar nicht darin, sondern eigentlich in der Programmieren von Erweiterungen für dieses System, also external sogenannten, da schreibe ich eben zum Beispiel GEM, das ist ein grafisches Environment, womit man eben Echtzeitgrafiken innerhalb des ganzen Systems machen kann, aber auch so Toolbuilding, externals oder Plugins, wo man mit Matrizen arbeiten kann oder solche Sachen. Also das sind eigentlich Sachen, die jetzt selbst keine Applikationen sind, sondern Werkzeuge zur Verfügung stellen, die jetzt erlauben, Applikationen zu schreiben. Und dann schreibe ich selbst natürlich auch noch fertige Applikationen, die halt so an den End-User irgendwie gehen sollen. Das wäre das wichtigste Projekt gewesen. Der Cube-Mixer ist einfach ein Mixing-Environment für Audio-3D-Abmischungen auf Ambisonics-Basis, wo man eben mit höherer Ordnung an Ambisonics arbeiten kann. Und das sollte relativ einfach zu verwenden sein. Und dann natürlich so Projekte wie halt in Live-Elektronik und irgendwelche Komponisten oder für sich selbst. Stücke implementiert letztendlich. Das ist die Entwicklerseite. Ich habe noch einen zweiten Aspekt, das ist eine Maintainer-Seite. Also ich schreibe nicht nur selbst Software, sondern sammle auch irgendwie Software, damit andere Leute das auch einbinden können. Das Ganze ist mehr im Debian-Kontext, das ist eine Distribution für Linux-Systeme, auf der Ubuntu zum Beispiel auch basiert. Da bin ich auch eben hauptsächlich daran beteiligt. Pure Data Packages. Oder also Pure Data-Applikationen einfach für die Leute so als One-Click-Installer zur Verfügung zu stellen. Und dann bin ich noch Musiker, wie der Joachim schon erwähnt hat. Also ich sehe mich selbst als Computermusiker und habe dann halt irgendwann, also mein Instrument ist nicht so sehr der Computer selbst, sondern eigentlich das Software-Schreiben. Bin ich irgendwann draufgekommen, dass ich jemand irgendwas als Instrumentalisten, der halt Software als Instrument verwendet und arbeite selbst sehr viel im Live-Coding-Kontext, wo man eben wirklich Software schreibt als performative Praxis. So viel zu meiner sehr eigenen Person. Die ganzen Softwareprojekte, die ich vorher aufgezählt habe, sind eigentlich alles Open-Source-Projekte, freie Software. Und da möchte ich kurz ausholen, wie ich zugekommen bin, eigentlich so Open-Source-Sachen zu entwickeln. Und dazu möchte ich ein bisschen weiter ausholen in der Geschichte. Also nicht so weit, wir sind in die Mitte der 80er Jahre zurück. Das betrifft mich selbst noch nicht so sehr, aber so die Vorentwicklung. Mitte der 80er Jahre hat Miller Packett, das ist ein immer talentierter Programmierer damals gewesen, am IRCAM in Paris gearbeitet und hat dort eine Sprache, also ein Environment geschaffen, das hat Patcher geheißen. Und damit hat man einfach so grafisch programmieren können. Hat damals noch so auf sehr spezialisierter Hardware gearbeitet. Es ist dann weiterentwickelt worden im Laufe der Jahre hin zu MaxFDS am IRCAM. Und dieses MaxFDS-Programm ist dann von IRCAM lizenziert worden an Opcode und später an Cycling74, und das ist das, was wir heute als MaxMSP kennen. Eines dieser ganz großen Echtzeit-Computermusiksysteme. Was jetzt spannend dabei ist, ist, dass Miller Packett Mitte der 90er Jahre das IRCAM verlassen hat und eine Professur in Kalifornien angetreten hat und ist dann draufgekommen, dass er halt weiter in seinem langjährigen Projekt arbeiten wollte, ist er draufgekommen, dass er eigentlich sein eigenes Source-Code nicht mehr verwenden darf. Weil IRCAM die ganzen Copyright, die ganzen Lizenzen besessen hat dafür und das weiter lizenziert hat an kommerzielle Anbieter, und sie haben dann einfach gesagt, er darf jetzt nicht mehr seinen alten Code verwenden. Das waren so 10 Jahre seines Lebens, sind dann irgendwie so fort gewesen. Und er hat sich gedacht, was macht er jetzt? Und hat das ganze System noch einmal von neu auf implementiert. Nur 5 Minuten mehr, das geht aber flott. Von neu auf implementiert und hat das mit einer freien Software veröffentlicht. Und das ist das neue Projekt war Pure Data. Und diese freie Software, das hat er deswegen unter eine freie Lizenz gestellt, damit er sich selbst garantieren kann, dass er in alle Ewigkeiten, in aller Zukunft selbst an seiner eigenen Software weiterarbeiten kann. Also die erste Motivation war irgendwie, eine Software unter eine freie Lizenz zu stellen zum eigenen Schutz, ja, und sich selbst seine
seine Babys zu erhalten. Pure Data ist dann irgendwann auf Linux portiert worden, und zwar am IRM in Graz. Und das war genau die Zeit, dass ich dort zu studieren begonnen habe. Und da waren alle ganz happy und aufgeregt. Und ich war auch dann, habe mich einstecken lassen zu dieser Begeisterung. Und habe dann sehr früh in diesen Entwicklungsprozess mit eingestiegen. Als Student, der noch keine Ahnung gehabt hat vom Programmieren eigentlich. Habe aber schon mitarbeiten können, und das war irgendwie so, dass der zweite, also der, mein erster persönlicher Motivationsschub oder mein erstes persönliches Erweckungserlebnis, dass man sich mitarbeiten kann bei einem großen Projekt, sozusagen irgendwie so als Zwerg, der irgendwie auf den Schultern von Riesen steht. Und auch im Laufe des weiteren Lebens hat eben gezeigt, dass ich mit diesem System Sachen implementieren kann, die ich mit kommerziellen Systemen nicht implementieren kann. Dass ich irgendwie ein zweites Erweckungserlebnis gehabt, dass ich plötzlich empowered werde, Sachen zu tun, die mir sonst niemand erlaubt, ja, dann irgendwie selbst machen. Eben dadurch, dass ich irgendwo mitmache, wo sonst niemand, also was es nichts gibt, und zwar, ich bin ein Teil dieser Community. In 5 Minuten, das war ein bisschen sehr schnell gewesen, würde ich sagen. Ganz kurz noch zur freien Software, Open Source allgemein, was bedeutet das eigentlich? Eine freie Software, das ist, alle Apologeten sprechen immer von, das heißt free as in speech, not free as in beer. Also es geht nicht um Freibier, sondern es geht um Freiheit, um Gedankenfreiheit eigentlich. Ist dann irgendwie so in drei Freiheiten, in drei spezifischen Freiheiten zusammenfindet. Die erste ist die Freiheit zu benutzen, nämlich für jeden Zweck, den man sich selbst vorstellen kann. Es gibt keine Einschränkung von dem Lizenzgeber, wie ich das System verwenden darf. Zweite Freiheit ist die Freiheit des Anpassens. Ich kann irgendein System für meine Zwecke anpassen. Ich kann das so modifizieren, dass es das tut, was ich möchte. Und die dritte Freiheit ist die Freiheit des Verteilens, dass ich das jedem weitergeben kann, jedem schenken darf, jedem verkaufen darf. Letztendlich. Und diese Freiheit des Verteilens ist ein bisschen so der Kritikpunkt, der dann immer wieder kommt, ja, weil wenn das alles verschenkt wird, wer soll davon leben können? Das mit dem Leben können, das ist halt die große Frage. Bei der soll es, also bei dieser Diskussion, glaube ich, ein bisschen gehen. Wir waren zumindest vorher informiert so. Und ich habe natürlich leicht. Ich arbeite auf der Universität, irgendwie im öffentlichen Dienst. Ich werde von der öffentlichen Hand bezahlt und programmiere halt von mich hin. Und dadurch, dass von der öffentlichen Hand das Geld kommt, ist es auch nur natürlich, dass ich quasi diese Produkte, die ich generiere, auch wieder zurückgebe an die Öffentlichkeit. Aber ich bin natürlich außerhalb des Marktes eigentlich. Wie kann man, also wenn man nicht auf der Universität liegt, von Open Source leben? Ich möchte die Frage gleich umdrehen eigentlich, wie kann man von Closed Source leben, also von proprietären Softwareprodukten? Und da glaube ich, dass gerade in so einem Umfeld, wie wir hier haben, also elektronische Musik, also elektroakustische Musik, elektronische Musik, die Frage ja, also es auch nicht so einfach ist, mit Closed Source zu leben, weil man halt einen sehr kleinen Markt eigentlich bespielt, mit sehr wenigen Leuten. Wie viele Leute überhaupt würden zum Beispiel eine bestimmte Software für eine rhythmische Komposition kaufen. Ja, also das ist für das klassische Software-Modell, also Finanzierungsmodell, läuft ja daraus hinaus, dass man eine große Entwicklungszeit irgendwie hat. Man stellt ein Team an für viele Jahre oder für viele Monate oder Jahre. Es kostet eine Unmenge an Geld, und dann verkauft man dieses Endprodukt, also das kopiert man halt tausendfach oder millionenfach und verkauft das dann in kleinen Häppchen an die einzelnen User, und die zahlen alle einen kleinen Betrag. Und das akkumuliert sich dann zu einem großen Betrag, der dann hoffentlich die ganzen Entwicklungskosten abdeckt. Bei der Open-Source-Entwicklung ist es ein bisschen anders, würde ich sagen. Das ist, also man geht nicht von dieser großen Menge aus, sondern man hat eigentlich kleine spezifische Probleme. Eine Person X hat irgendein spezifisches Problem, ein Kompositionsproblem zum Beispiel, und man fragt sich dann, was sind eigentlich die Werkzeuge, die es schon gibt, die freien verfügbaren Werkzeuge, die es schon gibt. Was kann ich damit mein Problem lösen? Wenn ich es nicht kann, was fehlt mir dann noch? Üblicherweise fehlt dann nicht mehr so viel eigentlich. Es fehlen so kleine Module, die kann man dann implementieren. Die implementiert irgendjemand. Dadurch, dass es nur relativ kleine Module sind, ist das auch irgendwie finanziell vertretbar. Also relativ billige Entwicklung eigentlich. Bin ich schon fertig. Und der Auftraggeber selbst, der muss dann eigentlich nur dieses Zusatzmodul. 2 Sekunden. Ja. Dieses Zusatzmodul zahlt er dann halt, ist ein bisschen teurer als normalerweise diese billige Software, aber dafür wächst der Pool an Werkzeugen wieder an, und für in der nächsten Generation sozusagen gibt es mehr Werkzeuge, die halt alle Probleme lösen können, nicht alle, aber die paar, die halt noch fehlen. Da die Zeit schon wieder aus ist, breche ich jetzt ab.
Okay, das wollen wir nachher auch fortführen. Genau. Vielen Dank erstmal, Johannes. Schön. Es wird bestimmt nachher noch vieles einfließen. Trotzdem jetzt die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, was vielleicht unklar geblieben ist oder ob es irgendwelche konkreten Nachfragen gibt. Das ist schön, wenn man so. Ja, Brian? Ich wollte wissen, was er jetzt zu sagen hat. Über die, aber was fällt noch? Nee, wirklich diese Frage, wie man sein Geld verdient, finde ich sehr wichtig. Man lehrt irgendwie oder man verkauft irgendwie Zusatzmodelle. Gibt es dann andere Möglichkeiten? Also in der Open Source Community, das ist ganz. Ja, ich denke an WordPress oder sowas, die haben auch irgendwie so ein paar. Es gibt natürlich zwei verschiedene Typen von Projekten. Also ich würde mal zwei grobe Typen unterscheiden. Das eine sind die, wo ein Massenmarkt besteht. Wie WordPress zum Beispiel oder wie ein Browser wie Firefox oder OpenOffice und solche Sachen. Dort kann man natürlich Geld aufstellen, indem man diese Unzahl an Interessierten irgendwie anzapft, über Crowdfunding zum Beispiel. Und solche Systeme, sodass halt viele Leute doch etwas zahlen, ein bisschen, im Vorhinein zum Beispiel schon. Und dann eben für kleinere Märkte, wie eben in elektroakustischer Musik, wo es dann eben mehr auf ein, wie sagt man, deswegen auch beschrieben, was ich sagen wollte, so als Consultant-Lösung eben speziellere Probleme löst und dadurch dann halt seinen Lebensunterhalt bezahlt. Okay, dann später mehr. Vielen Dank nochmal. Ich hätte die gar nicht gebraucht. Dann würde ich Matthias Hornschuh bestimmen. Hallo. Ich bin sehr dankbar, dass Matthias Hornschuh heute gekommen ist und auch nichts dagegen hat, dass ich das so ankündige, dass er die Position der GEMA vertritt. Die GEMA haben wir natürlich offiziell angefragt. Die hat sich leider nicht in der Lage gesehen, heute jemanden zu schicken. Also ganz vielen Dank, dass du da bist. Wir sehen alle, dass dir nicht das Schild GEMA auf der Stirn klebt. Und es ist aber toll, dass du einfach die Zusammenhänge aus dieser Interessenlage darstellen kannst. Matthias Hornschuh ist Filmkomponist und ist führendes Mitglied im Verein Media Art. Media Music, danke. In Köln. Und das reicht. Mehr wirst du über dich selbst sagen. Ich sag das mal selber. Ich packe mir direkt mal ein Schild an den Kopf, das ist dieses. Soundtrack Cologne steht da drauf, das ist ein Kongress und ein Festival. Wir finden in 6 Wochen statt in Köln, vom 21. bis 23. November. Wir haben übrigens seit vielen Jahren einen Schwerpunkt in einem Nebenbereich, der sich mit neuer Musik im Film befasst. Falls da also jemand Interesse dran haben wollte, uns zum Beispiel Projekte vorzuschlagen, wäre das eine tolle Geschichte. Und Kai hat schon eine Option auf die Karte ausgesprochen. Ich bin angekündigt als Filmkomponist. Tatsächlich bin ich ein bisschen was anderes oder ein bisschen mehr vielleicht. Ich bin eigentlich Medienkomponist. Das versteht nur keiner, was das ist. Ich arbeite für Hörspiele, für akustische Kunst, fürs Fernsehen, habe Audio-Design fürs Radio gemacht, zum Beispiel 8 Jahre lang auf WDR 5 in Köln. Mein Branding, also die Musik, die ich für das Sendedesign entwickelt habe. Ich bin also jemand, der sozusagen im Wesentlichen in medialen Umfeldern arbeitet. Und in aller Regel versuche ich unter Auftragsbedingungen zu arbeiten. Und wenn ich in solche Diskussionen komme, habe ich immer den Eindruck, die Leute glauben, das sei eine totale Ausnahme. Das sei ja ein totaler Luxus, unter Auftragsbedingungen zu arbeiten. Tatsächlich ist es eigentlich genau der Prototyp desjenigen, der im Urheberrecht als musikalischer Urheber behandelt wird. Nämlich jemand, der Urheber ist und nicht Musiker. Das ist einfach ein unterschiedlicher Beruf und eine unterschiedliche Tätigkeit und eine unterschiedliche Qualifikation. Und ich als Medienkomponist zum Beispiel tue mich vergleichsweise schwer damit, auf eine Bühne zu gehen und T-Shirts zu verkaufen oder auch meine Partituren vorzulesen oder solche Dinge. Was uns ja immer vorgeschlagen wird, gib doch deine Werke frei, dann kannst du anschließend ganz toll auf die Bühne gehen und T-Shirts verkaufen. Das funktioniert bei mir vergleichsweise schlecht. Wenn wir uns einfach sozusagen mal den Bereich der professionellen, im Sinne von beruflich, ich meine damit nicht Qualifikation, sondern im Sinne von erwerbsmäßigen, urheberischen Tätigkeit im Musikbereich angucken,
Da gibt es ein paar Beispiele, die immer sehr, sehr, sehr sinnfällig sind. Zum Beispiel Lena singt Satellite beim European Song Contest. Das ist eigentlich, wie die wenigsten wissen, ein Komponistenwettbewerb. Aber kein Mensch kennt den Namen der Komponisten. In den Medien wird immer über Lena und ihren Song Satellite gesprochen. Das ist natürlich falsch. Wenn Lena jetzt also auf YouTube 10 Millionen Klicks bekommt für Satellite, dann hat Lena den Erfolg, dass sie anschließend auf Bühnen gehen kann und T-Shirts verkaufen kann. Die Komponisten aber kriegen keinen einzigen Cent von der Auswertung auf YouTube. Kein Mensch kennt ihren Namen und sie kriegen anschließend nicht unbedingt mehr Aufträge deswegen, außer sie gehen selber damit hausieren. Das ist das typische, klassische Schicksal eines professionellen Urhebers, der Urheber ist und kein Interpret. Und ich glaube, das muss man einfach mal als Prädisposition hier einfach ganz klarstellen. Ich vertrete genau diese Gruppe von Menschen, die keine Bühne haben in aller Regel, sondern hinter den Kulissen arbeiten. Zum Beispiel muss ich darauf achten, dass in meinen Verträgen als Medienauftragskomponist drinsteht, dass es eine Nennungspflicht gibt. Die gibt es auch gesetzlich, aber kein Mensch hält sich dran. Und ich muss darauf achten, dass das, was ich an Kapital über eine materielle Vergütung hinaus für mich erwirtschaften kann, in meinen Verträgen so festgehalten ist, dass ich es auch einklagen könnte. Was ich mir natürlich ehrlich gesagt nicht leisten kann, denn dann habe ich dann anschließend nie wieder einen Job. Aber das ist ein anderes Problem. Ich will mal ganz kurz ein bisschen das Abstraktionsniveau für meinen Bereich erhöhen. Ich habe heute keine Folie zur Verfügung. Wenn ich eine Folie hätte, dann wäre die Wand über mir jetzt voll mit dem Bereich der Tätigkeiten, die ich leisten muss, wenn ich meinem Beruf nachgehe. Dazu gehört natürlich Komponieren. Das ist eine urheberische Tätigkeit. Dann gehört dazu, dass ich immer als Musiker, musikalischer Leiter, Dirigent tätig bin. Das sind leistungsschutzbewährte Tätigkeiten. Da entsteht mir ein Leistungsschutzrecht, was über eine andere Verwertungsgesellschaft zum Beispiel wahrgenommen wird, nämlich über die GVL. Ich bin der Produzent der Musik, und zwar sowohl im kaufmännischen Sinne als auch im rechtlichen Sinne. Ich bin voll, und zwar als Privatperson, haftbar für jedes rechtliche Problem, was aus der Abgabe meiner Aufnahme an meinen Auftraggeber sich ergibt. Wenn also mein Saxophonist eine einstweilige Verfügung gegen das ZDF erlässt, dass ein Film mit meiner Musik nicht gezeigt werden darf, weil ich ihn vielleicht nicht vergütet habe, dann bin ich haftbar und bin in der Privatinsolvenz, weil dieser Film nicht gezeigt werden kann. Das ist dem wenigsten bewusst, dass diese Kopplung einfach verschiedener Rechte und verschiedener Rechtsgüter, die mit meinem Beruf verbunden sind, einfach schon mal eine Sonderstellung ist. Darüber hinaus, in meiner Folie, da war das der grüne, der orangene Bereich der Urheberrechte, der grüne Bereich des Urheberrechts, des Leistungsschutzrechts, und jetzt kommt noch der gelbe Bereich der kaufmännischen Tätigkeiten und der Dienstleistungen. Ich betreibe ein Studio, das muss ich, denn sonst kann ich meinem Beruf nicht nachgehen. Ich muss Musiker verpflichten, für die bin ich nicht nur, für die bin ich dann künstlersozialversicherungsabgabepflichtig zum Beispiel plötzlich. Ich bin also sowohl Leistungsempfänger in der Künstlersozialversicherung als auch Pflichtiger, weil ich nämlich Musiker beauftrage. Auch das ist haftbar, auch dafür bin ich haftbar, das ist auf 5 Jahre nachforderbar und es ist auch eine Straftat, wenn man das unterschlägt. Ich bin umsatzsteuerpflichtig, solange ich mein Studio vermiete, muss ich 19% Umsatzsteuer aufrufen, wenn ich als Komponist oder Musiker arbeite, rufe ich nur 7% auf, wenn ich das nicht weiß und das Finanzamt erwischt mich, weil ich mich nicht dran halte, dann kann ich sagen, ja, woher soll ich das wissen? Und das tun die meisten Kollegen von uns ja auch. Ich meine, machen wir uns nichts vor, die meisten wissen nichts von dem, was ich hier gerade erzähle. Und das Finanzamt sagt dann aber im ganz einfachen Satz, sie hätten es halt wissen müssen. Und da ist der Grund, warum ich mich in einem Berufsverband wie Media Music engagiere. Wir gehen an die Hochschulen, wir machen Nachwuchsveranstaltungen, versuchen Leuten erstmal überhaupt die Grundlage dieses beruflichen Prozesses zu erklären. Und die Leute wollen es nicht hören, weil es ihnen lästig ist und weil sie sagen, ich will Musik machen und ich will damit gehört werden. Das wollen wir aber alle. Die Frage ist, und da komme ich sozusagen auf den Einstieg zurück, wie können wir das gewährleisten, dass wir von überhaupt irgendwas leben können? Und für die letzten Minuten will ich kurz dafür nutzen, das runterzubrechen, wie das bei mir funktioniert. Und ich sage das ganz klar, ich rede jetzt von mir, aber ich meine das eher als Prototyp. Es geht nicht um mich als Person dabei. Ich kriege einen Auftrag, werde beauftragt, eine Musik für eine mediale Arbeit herzustellen, einen Film, ein Hörspiel. Ich mache erste Entwürfe, dann einigen wir uns darauf, dass das gut ist oder sogar sehr gut oder wie auch immer. Auf jeden Fall kriege ich den Auftrag, behalte ihn auch und kriege irgendwann die Gelegenheit, die Musik zu produzieren, das heißt aufzunehmen, mit Musikern zum Beispiel. Dann verpflichte ich die Musiker, miete ich ein Studio, zahle die Musiker und muss mir von jedem Musiker die Rechte, die Leistungsschutz-Nutzungsrechte übertragen lassen, damit ich sie an meinen Filmproduzenten weiterlizenzieren kann. Damit er sie an den Fernsehsender weiter lizenzieren kann. Wir befinden uns also immer in einer Kette, die muss ununterbrochen sein, sonst wird das Medium anschließend, das Produkt anschließend unauswertbar. Warum ich so lange aushole,
irgendwann habe ich eine Aufnahme, die geht an meinen Filmproduzenten, der gibt sie an den Sender und dann läuft das Ding im Fernsehen und das ist der erste Moment, wo ich anfange zu verdienen. Denn das, was in meinem Vertrag als Honorar steht, ist de facto ein Produktionsbudget. Von diesem Produktionsbudget muss ich meine Arbeitszeit natürlich finanzieren, ich muss mein Studio finanzieren, ich muss die Musiker finanzieren, ich muss alle Abgaben finanzieren, ich muss Steuern darauf entrichten. Und wenn es gut geht, bleibt für mich sogar was über. In aller Regel ist das nicht so. In aller Regel ist es so, dass ich am Anfang überschlagen muss, und dafür sprechen wir jetzt durchaus auch von Fernsehfilmen zum Beispiel, die auf prominenten Sendeplätzen laufen. Ich muss erst mal gucken, ob ich es mir überhaupt leisten kann, den Job zu machen für das, was ich dafür kriege. Wenn jetzt also meine Musik dann schließlich in die Nutzung kommt, in die Verwertung nämlich, dann greift meine Mitgliedschaft in der GEMA als Verwertungsgesellschaft, die kein Verwerter ist, sondern dem Verwerter als mein Mittler gegenübersteht. Und ab dem Zeitpunkt läuft die Uhr und ich kriege zum ersten Mal eine Vergütung, und zwar ungefähr ein Jahr später. Das heißt, im vergangenen Jahr habe ich einen Kinofilm gemacht, der ist gerade im Kino in diesem Moment. Im nächsten Jahr läuft er auf der ARD und bei Arte mit ungefähr 30 Minuten Musik von mir. Und im übernächsten Jahr werde ich dann also tatsächlich zum ersten Mal einen Gewinn aus der Produktion vom letzten Jahr machen, wo ich zwar nicht draufgezahlt habe, aber mit Null rausgegangen bin. Das ist die Luxussituation der vermeintlichen Dickbäuche in der GEMA. Das ist nämlich die selbstverständliche Situation eines professionellen Urhebers, der ein Kaufmann, ein Künstler, ein musikalischer Leiter und dabei auch noch in der Doppelfunktion eines Urhebers und eines Interpreten immer unterwegs ist. Und ich glaube, diese Komplexität ist den wenigsten Menschen tatsächlich auch nur annähernd bewusst. Und wenn wir das aber nicht einmal klarkriegen in dieser Diskussion, dann lohnt sich alles Reden darüber nicht, was wir eigentlich wem oder welchen Millionen geben wollen, denn wir greifen mit jeder weiteren Entscheidung in diesen Markt ein. Und alles, was Kultur ist, ist auch ein Markt. Da darf man sich nichts vormachen. Egal, ob es gefördert ist oder nicht, ich muss einen Auftrittsort haben, ich muss jemanden finden, der bereit ist, einen Eintritt zu zahlen oder mir ein Honorar zu zahlen, eine Gage zu zahlen. Die Bedingungen eines Marktes gelten, auch wenn Kultur draufsteht. Und ich verlange nicht, dass Urheber bezahlt werden müssen, dass sie urheben. Nicht dafür, sondern ich bezahle dafür, dass, wenn meine Leistungen genutzt werden, ich eine Nutzungsvergütung zu erhalten habe. Das ist meine Forderung. Und da sind wir im Grunde genommen gar nicht so schlecht aufgestellt. Die Amerikaner zum Beispiel gucken mit großem Neid auf das deutsche Urheberrecht, denn § 32 unseres Urheberrechts sagt, Urheber und gleichermaßen Interpreten haben für die Nutzung ihrer Werke bzw. ihrer interpretatorischen Leistungen ein Anrecht auf angemessene Vergütung. Und dieses ist einklagbar auch im Nachhinein. Im Grunde genommen habe ich im Wesentlichen gesagt, was ich zu sagen habe. Ich kann gerne noch nachfragen. Und als Urheber hebe ich die Uhr. Vielen Dank, Matthias. Herzlichen Dank. Gibt es dazu Rückfragen? Ja. Also, ich möchte zum Beispiel als Musiker und Komponist die Nötigkeit, diesen Gesichtspunkt, das heißt, wir leben über diese Nutzung Vergütung. Mhm. Aber manchmal frage ich auch, wenn ich der Kunde, wer verkauft das, manchmal gibt es auch etwas inzwischen, der es schwieriger macht, diese Idee zu verstehen und zu einverstanden zu sein. Das heißt, vielleicht manchmal ist es nicht so gut in Proportion, das ist nicht so einfach, von beiden Seiten die richtige Situation zu haben. Das heißt, vielleicht auch von Kundengesichtspunkt, das kostet zu viel. Das ist zum Beispiel eine Idee. Wenn ich ein CD einkaufe, ich denke immer, ach, aber das ist sehr viel. Und warum ist es so viel? Vielleicht, warum? Das ist nicht richtig, dass der Musiker
wie du sagst, kaum verdient, weil es gibt auch andere, andere Sachen wie Produktion, die diesen Geld benutzen. Also wie meine Frage ist, wie können wir auch das akzeptieren? Es gibt auch andere Modelle, Systeme, die wir haben können, einen Kontakt direkt mit dem Künstler zu haben als Kunde, diese richtige, am richtigen zu bezahlen und nicht etwas mehr machen. Also das, wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, dass dieses System so anonym ist, dass man den Eindruck hat, man zahlt für einen Wasserkopf oder für eine Verwaltung oder für ein Plattenlabel oder sowas und der Künstler hat nichts davon. Da glaube ich nicht dran. Also in Einzelfällen, glaube ich, stimmt das, natürlich. Und machen wir uns nichts vor, wenn das ein Markt ist, und das habe ich gesagt, es ist ein Markt, dann gibt es in diesem Markt auch diejenigen, die den Markt ausnutzen. Ja? Und da gibt es eine Hierarchie, ein Machtgefälle. Und in diesem Machtgefälle sind die Komponisten und die Musiker immer diejenigen, die unten am Boden sind und keine Macht haben. Umso wichtiger ist für uns aber sowas wie die GEMA zum Beispiel, denn da können wir plötzlich mit 65.000 Stimmen sprechen. Ja? Also ich als Komponist für Filme, für Hörspiele, für akustische Kunst, ich kann gar nicht ohne einen Verwerter arbeiten. Wie soll ich mich hinsetzen und eine Filmmusik ohne Film schreiben? Das heißt, wenn ich anfange zu arbeiten, dann gibt es immer einen Filmproduzenten. Und man kann nicht, kein Hörer kann mit mir in Kontakt treten und meine Musik einfach erstmal ohne Film kennenlernen, denn die gibt es ohne den Film gar nicht. Und im Bereich der, sagen wir mal, industriellen Musikproduktion, der großen Firmen, der Major Labels, da ist es natürlich so, dass wir in den letzten Jahren ganz bestimmt auch viel Scheiße gesehen haben. Das muss man anerkennen. Und das, ich glaube, da sind sich die meisten auch einigermaßen einig. Bloß daraus den Umkehrschluss zu machen, das seien unsere Feinde, halte ich für problematisch. Denn das stellt eine Systemfrage, auf die wir im Moment noch keine Antwort haben. Denn wenn diese Industrie wegbricht, dann haben wir überhaupt keine Arbeit mehr, die vergütet wird. Und also man muss schon gucken, ob man sozusagen noch irgendwo eine Balance auch finden kann. Und die Idee eines Urhebers, und ich spreche wirklich explizit jetzt als Urheber hier, der direkt in Kontakt ist mit einem Hörer, die kann ja nicht funktionieren, denn der Urheber ist kein Interpret. Wer bringt denn die Musik überhaupt erstmal zum Hören, zu Gehör? Ja, da fehlt ja eine Position. Und das ist unsere Standardsituation. Wir können nicht B2C, wir können immer nur B2B machen. Okay, ein bisschen aufpassen bitte, dass wir nicht in die insgesamt Diskussion einsteigen, einfach nochmal rückfragen. Okay, dann stelle ich gerne noch einmal zurück. Ich wollte fragen, wenn du sagst, du kommst mit einer Null raus bei so einem Projekt, dann heißt das aber, dass deine Miete schon bezahlt ist. Also das heißt, deine Lebenshaltungskosten oder so? Nee, das würde ich so pauschal nicht sagen. Das ist wieder ein anderes Thema. Also es gibt natürlich in diesem Markt einfach auch echt Ausnutzer. Und es gibt auch Situationen, wo mir zum Beispiel Projekte angeboten werden ohne Honorar. Sprich ohne Produktionsbudget. Und ich muss dann gucken, kann ich jetzt es mir leisten, das trotzdem zu machen, wenn in 3 Jahren dafür meinetwegen 18.000 Euro auf mein Konto oder 20 oder 8 oder 7, ist egal. Also eine Summe, die ich überschlagen kann. Und dann kann ich jetzt überlegen, habe ich das Geld gerade, dass ich mir das leisten kann, aber de facto gebe ich dann der Produktionsfirma, meinem Auftraggeber, ein zinsloses Darlehen über mehrere Jahre. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das gibt es in dem Markt häufig. Also das heißt, auch wir, die wir sozusagen in dieser Berufsmühle drin stecken, müssen immer wieder sehr in Vorleistung treten. Mhm. Thomas? Eine oder vielleicht anderthalb Sachen. Die eine Sache ist, das ist jetzt eine Situation, ich will nicht sagen speziell, es gibt sicherlich viele Leute, die in dem Business, so wie du jetzt unterwegs sind. Wie würdest du denn die Situation beurteilen, das ist jetzt eine hypothetische Frage, wenn du jetzt nicht angewandte Musik machst, also für einen Auftraggeber, für einen Film, für ein Radio, für ein weiß nicht was, sondern wenn du sozusagen autonome Musik machen würdest? Ändert daran überhaupt nichts. Also der Fall, den ich geschildert habe, ist der originale Prototyp, der im Urheberrechtsgesetz geregelt ist. Es gibt einen Urheber, es gibt einen Interpreten. Das sind unterschiedliche Rechte, unterschiedliche Personen und unterschiedliche Wertschöpfungsketten, die da greifen. Und das gilt für einen Komponisten ernster Musik oder wie auch immer wir sie nennen wollen, gleichermaßen, dass er ja zunächst mal einfach nur ein Werk hat. Und dieses Werk hat keinen Wert, ohne dass es zu Gehör gebracht wird. Und dafür muss es einen Werkmittler geben. Im Moment gibt es ein System von Verwertern, die sozusagen auch materiell immer ein Mittler sind. Mag sein, dass wir das in einigen Jahren anders haben werden, aber ohne diese Kette
werden wir nie unsere Werke als Urheber zu einem Publikum bringen können. Also die Frage geht dahin, weil bei dir ist es ja eine relativ, also du kannst ja sehr eloquent diese Kette auch darstellen. Da gibt es dann einen Filmproduzenten und der benutzt dann deine Musik in seinem Film, um mit seinem Film dann Geld zu machen. Und von diesem Geld, was er dann möglicherweise verdient oder weiß ich nicht was, willst du deinen gerechten Anteil sozusagen haben? Ist das so ungefähr die Argumentationslinie? Damit soll ich, weil das wird eine etwas kompliziertere Antwort. Okay, dann würde ich doch tatsächlich vorschlagen, weil ich glaube, die Frage geht in eine sehr ähnliche Richtung wie von Ricardo, nämlich auch auf die Frage nach diesen verschiedenen Zwischenstationen sozusagen. Dann würde ich doch denken, das sollten wir uns ein bisschen aufbewahren. Ich möchte einen Satz kurz dazu in den Raum stellen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht einen Keil zwischen die Akteure in der Kulturwirtschaft treiben lassen. Oder in der Kultur. Wirtschaft können wir rauslassen. In der Kultur. Wir haben eine Situation, wo viel zu wenig Geld in der Kultur drin ist. Absolut. Also auch mein Filmproduzent hat nicht genug Geld. Ja? Wir müssten eigentlich viel mehr, statt uns ständig gegenseitig an die Schienbeine zu treten, gemeinsam uns hinstellen und sagen, wir sind in einem Land, das keine anderen nachwachsenden Rohstoffe hat, außer Innovation, Kultur, solche Dinge. Also müssten wir gemeinsam viel mehr dafür einstehen, dass das möglich ist, hier auf vernünftiger Basis Kultur zu schaffen. Das tun wir aber nicht, sondern wir zerfleischen uns, weil es uns so wahnsinnig schwerfällt zu akzeptieren, dass die Dinge manchmal komplizierter sind, als sie uns passen im Moment. Okay, vielen Dank. Gerne. Dann würde ich mal... Mike Michalke gehört zu den Gründern der Initiative C3S, inzwischen nicht mehr nur eine Initiative, sondern eine Genossenschaft, die mehr oder weniger aus dem Creative Commons Umfeld, glaube ich, kann man sagen, stammt. Und du hast das Wort. Ja. Ich erzähle auch erstmal ein paar Sätze zu mir, damit ihr mich einschätzen könnt. Ich bin hier wahrscheinlich der große Quereinsteiger. Ich habe nämlich mit Musik im professionellen Sinne eigentlich gar nichts zu tun. Ich bin Psychologe und promoviere gerade in Psychologie an der Universität in Düsseldorf, mache aber seit ich denken kann, halt selbst Musik im Amateurbereich seit 18 Jahren mit einer Independent-Band, alles do-it-yourself. Und ich habe ganz am Anfang meines Studiums freie Software kennengelernt. Bin da so reingestolpert und mir haben Leute gesagt, da sind Programmierer, die arbeiten in ihrer Freizeit oder auch bezahlt von öffentlichen Geldgebern oder auch von Firmen an einem kompletten Betriebssystem, das man als Ersatz für Windows benutzen kann. Und das war so Ende der 90er natürlich was total Aufregendes. Das klang so verrückt, dass ich dachte, das kann nicht funktionieren, das muss ich mir angucken. Und ich musste ganz schnell feststellen, das funktioniert. Und das hat mich wirklich, das hat mein ganzes Leben verändert, würde ich sagen. Weil mir das nämlich wirklich den Glauben an menschliche Kooperation zurückgegeben hat. Dass ich bis dahin sehr pessimistisch war, dass es nicht möglich ist, dass Menschen einfach, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, sich zusammentun und dieses Ziel erreichen. Und auch wenn es manchmal harte Diskussionen gibt, sie sich trotzdem irgendwie zusammenraufen und das Ganze nicht im Chaos gleich wieder untergeht. Und ich glaube, dass das keine Einzelgeschichte ist, die sich nur im Softwarebereich findet, sondern dass Menschen einfach generell als soziale Wesen dieses Bedürfnis haben, zusammenzuarbeiten. Und dass manchmal... Wenn, da würde ich quasi zustimmen, dass in dem Markt, der halt dann natürlich überall entsteht, wo Menschen etwas schaffen, dass es dann Kräfte gibt, die eventuell dagegen wirken und die dann so ein bisschen die Suppe versalzen. Und ich glaube, dass also aus dieser ganzen Vorgeschichte heraus hat sich für mich so dieses Bild gegeben, dass es da eigentlich so eine Art Zwischenlösung geben muss. Also den freien Software- oder Free-Culture-Aktivisten wird oft unterstellt, sie würden das Urheberrecht abschaffen wollen oder so etwas. Das ist alles völliger Käse. Da gibt es auch so ein paar Sektierer, die das wollen, aber die große Community möchte das nicht, sondern die freien Lizenzen, von denen wir gerade schon was gehört haben, die es für Software gibt, die gibt es inzwischen auch für andere Kulturgüter, auch für Musikwerke oder für Filme, für Bilder. Das sind die sogenannten Creative Commons Lizenzen, die sind inzwischen global verfügbar, zu denen kann ich auch gleich noch zwei Sätze sagen. Diese Lizenzen funktionieren nur, wenn es ein Urheberrecht gibt, weil das ein Lizenzvertrag ist. Das heißt, ich muss als derjenige, der diesen Vertrag anbietet, überhaupt erstmal Rechte haben, die ich jemandem einräumen kann. Das heißt, ohne Urheberrecht ist freie Software, freie Kultur gar nicht möglich.
Und noch weiter gedacht, würde ich auch sagen, wir brauchen eigentlich gar keine Urheberrechtsdiskussion, auch wenn das hier eine Urheberrechtsdiskussion ist oder so angekündigt ist, weil das Urheberrecht, so wie es ist, eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert, auch im Internetzeitalter. Das Problem ist nicht das Urheberrecht, das Problem ist, wie dieses Recht durchgesetzt werden kann. Und das lässt sich nicht über den Gesetzgeber regeln. Und deswegen glaube ich auch, dass in den letzten 10 Jahren unglaublich viel Zeit damit verschwendet wurde, darüber zu diskutieren, wie das Urheberrecht verändert werden muss. Aber das Recht sagt ja schon seit Jahrzehnten, wenn du ein Werk schaffst, dann gehört da erstmal alles dir dran. Und mehr geht eigentlich nicht, mehr kann das Recht mir nicht zugestehen. Das Problem ist halt wirklich, und da hätte man die letzten 10 Jahre vielleicht mehr darüber diskutieren müssen, wie können wir jetzt eigentlich, wo die neuen Techniken da sind, diese Werke so viel schneller und effizienter zu kopieren, dass teilweise Mittler, die dazwischen ja die ganze Zeit über nötig waren, Verlage und so weiter, im Einzelfall vielleicht gar nicht mehr notwendig sind, sondern ich selbst, wenn ich die Möglichkeit habe, selbst zu produzieren, also selbst auch Interpret sein kann und selbst auch dann die Werke ins Netz stellen kann, dann brauche ich viele von diesen Zwischenstücken gar nicht mehr. Und das verändert natürlich das gesamte Marktgefüge. Und die Diskussion in der Vergangenheit ist dann häufig so gelaufen, dass versucht wurde, auch über Gesetzesänderungen, es gab ja 3 Novellen vom Urheberrecht, den Markt wieder dahin zu kriegen oder das Internet mehr oder weniger künstlich einzuschränken, um die alten Marktstrukturen aufrechtzuerhalten. Und das ist unserer Ansicht nach ein Weg, der nicht zum Ziel führt. Und deswegen haben wir uns dann gesagt, dann ging die GEMA-Diskussion los und viele Leute wollten dann, die halt gerade noch damit beschäftigt waren, zu überlegen, was sie alles am Urheberrecht geändert haben wollten, haben dann angefangen zu überlegen, was wollen sie alles an der GEMA oder an anderen Verwertungsgesellschaften geändert haben. Und wir dachten uns, das ist irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Die GEMA funktioniert ja für sehr viele Menschen sehr gut. Es gibt aber eben einige, für die es nicht gut funktioniert und die GEMA möchte sich nicht so weit verändern, dass diese Menschen dort auch unterkommen können. Dann ist eigentlich der konsequente Schritt, sich selbst zu überlegen, was wollen wir? Wie soll unserer Meinung nach eine Verwertungsgesellschaft aussehen? Also nicht im Kontrast zu irgendwas. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, dann gründen wir jetzt eine Verwertungsgesellschaft, die genau so aussieht, wie wir das gerne hätten. Und dazu gehört ganz zentral, dass diese Verwertungsgesellschaft eben diese Creative Commons Lizenzen auch unterstützt, und zwar in vollem Umfang. Diese Lizenzen erlauben es dem Urheber, dass er sagt, zum Beispiel, ich gebe diese Musikproduktion frei ins Internet, die darf kopiert werden, wer das gerne möchte. Aber wenn eine kommerzielle Nutzung in irgendeiner Weise erfolgt, dann ist das von dieser Lizenz noch nicht gedeckt. Und das ist dann genau der Punkt, wo eine Verwertungsgesellschaft eingeschaltet werden könnte, die dann sagen könnte, okay, dieses Werk soll jetzt in einem Film oder im Radio gespielt werden oder in einem Club. Halt im Prinzip das klassische Geschäft der Verwertungsgesellschaft, dass die dann Tarife hat, weil ja sonst der Club mit jedem einzelnen Künstler einen Vertrag machen müsste. Das ist eben eigentlich nicht praktikabel. Und das ist im Augenblick auch noch so ein Hemmschuh bei dieser Creative Commons Geschichte, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, damit am Markt aufzutreten, solange es keine Verwertungsgesellschaft gibt, die diese Abläufe tatsächlich realisiert. Und das ist eben genau der Punkt, für den wir jetzt die C3S gründen. Ein großes Abenteuer für alle, die daran teilnehmen. Und nach 10 Jahren Urheberrechtsdiskussion, bei der am Ende so viel rausgekommen ist, als hätte man 10 Jahre lang über die Welt diskutiert, wenn wir beamen könnten, ist als allererstes der Spaß an dem Projekt zurückgekommen. Und wir haben jetzt gerade ein Crowdfunding erfolgreich abgeschlossen, gehen mit 150.000 Euro mindestens auf jeden Fall ins nächste Jahr, haben gerade die Europäische Genossenschaft gegründet, streben an, innerhalb von den nächsten 1,5 Jahren ungefähr dann auch die Zulassung beim Deutschen Patent- und Markenamt zu erhalten dafür. Also wir werden natürlich nicht gleich komplett den Dienst der GEMA ersetzen können, aber das ist auch gar nicht das Ziel. Wie ich schon sagte, wir wollen die GEMA nicht ersetzen oder vernichten und wir wollen auch gar nicht, dass die GEMA sich ändern muss, sondern wir wollen quasi neben die GEMA noch eine zweite Alternative stellen, dass man sich halt einfach frei entscheiden kann. Und mein letzter Satz, dann bin ich auch eigentlich fertig. Weswegen wir finden, dass eine Urheberrechtsdiskussion eigentlich überflüssig ist, ist der Grund, dass wenn man über Änderungen am Urheberrecht spricht, man automatisch über Änderungen spricht, die alle betreffen. Und wir finden es eigentlich viel intelligenter, wenn man das Urheberrecht so wie es ist lässt
und quasi über solche neuen Modelle wie die Creative Commons Lizenzen, die auf diesem Recht aufbauen, eben den einzelnen Urhebern, die sich dafür entscheiden, was anders zu machen, diese Option zu geben, und alle anderen haben weiterhin was halt vorher schon rechtlich möglich war. Also eigentlich muss der Weg unserer Meinung nach immer mehr dahin gehen, dass man sich als erstes überlegt, was wollen wir an Nutzung, und dann überlegt, das ist der Rechtsrahmen, wie kriegen wir das in dem Rahmen, der gerade schon da ist, hin. Und dann kriegt man auch wirklich was auf die Kette. Und damit wäre ich fertig. Super. Dankeschön. Gibt es Rückfragen? Über Crowdfunding. Funktioniert das wirklich heute? Gibt es diese Bewusstheit in der Gesellschaft, zum Beispiel ein Künstler zu helfen mit diesem System? Oder ist das so schwierig? Jein, also das kann man nicht, das ist wie die Frage, kann man von Musik leben? Ja, aber man muss dann halt auch Kunden haben. Ne? Also wenn man Musik macht, die keiner hören will, kann man davon nicht leben. Wenn man Musik macht, die alle hören wollen, kann man davon leben. Ja. So, und bei Crowdfunding ist es genau das Gleiche. Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben und die da reinzustellen, sondern Crowdfunding ist eine Menge Arbeit. Also gerade, das fängt nicht erst an, wenn die Kampagne startet, sondern eigentlich kann man Crowdfunding nur, also man braucht Leute, die einen beraten, die das machen. Man muss das Ziel, was man erreichen will, realistisch einschätzen. Das heißt, man muss schon wissen, wie groß die Community ist, die einen potenziell unterstützen würde. Im Idealfall sammelt man vorher schon Leute, von denen man weiß, sie würden so und so viel auf jeden Fall einzahlen. Also es ist ziemlich viel Arbeit und man kann nicht beliebige Summen dabei zusammenkriegen. Aber wenn man ein gutes Konzept hat und vor allen Dingen, wenn man eine Community hat, die man ansprechen kann, dann kann sowas funktionieren. Also wer diesen Weg gehen will, der sollte halt auf jeden Fall als erstes anfangen, sich mit Community Building zu beschäftigen. Dann eine andere Frage. Du hast gesagt, diese Urheberrechte sind etwas wie sind gründlich. Man muss diese von diesem Geld verdienen. Aber ich denke auch, zum Beispiel in einem Land haben wir Krankheitsversicherungen und wir bezahlen, alle bezahlen den Staat, diese Nutzungen zu haben. Das heißt Sicherheit, Polizei, öffentliche Verkehrsmittel. Und warum? Ich weiß nicht, gibt es eine Möglichkeit auch, eine Art von dieser Steuer, zum Beispiel für Kultur und Musik zu benutzen, mehr als heute? Oder das wäre für mich einfacher für die Gesellschaft zu akzeptieren. Das heißt, heute müssen wir fast für alles bezahlen. Und unsere Kultur sagt, erst überleben, dann alles. Und wir sehen die Kultur, zum Beispiel auch in Italien, woher ich komme, wir sehen Kultur als etwas mehr, nicht gründlich. Also vielleicht mit diese Idee, mit eine Steuer, die du bezahlen musst, vielleicht ist einfacher zu erreichen. Also theoretisch wäre das ja vorstellbar, dass man Abgaben macht und dann Verteilschlüssel findet. Das würde dann wahrscheinlich wieder eine Aufgabe für die Verwertungsgesellschaften sein, diese Gelder zu verteilen. Problematisch an solchen Vorschlägen ist, also wenn man sich das pragmatisch anguckt, dass sich wahrscheinlich nur wenige Politiker hinstellen werden und eine neue Steuer fordern oder neue Abgaben. Also wie das ausgeht, hat man gerade an den Grünen verfolgen können. Das kommt nicht so besonders gut an. Also das Problem hat man an ganz vielen verschiedenen Stellen jetzt schon. Also die Lehrmedienabgabe zum Beispiel wurde früher mal staatlich festgelegt und dann
hat das der Staat aber abgegeben. Jetzt sollten sich die Verwertungsgesellschaften und die Lehrmedienhersteller halt untereinander einigen. Das funktioniert dann nicht, dann einigen die sich nicht. Und inzwischen sagen schon wieder die Ersten, wäre es doch besser, wenn das wieder der Staat übernehmen würde. Aber die sind halt froh, dass sie diesen schwarzen Peter einmal losgeworden sind und fassen das nicht mehr an. Also das ist so ein bisschen das, was ich meinte mit, man kann da viel drüber reden, wie müsste das Urheberrecht sein, aber das Problem ist, das dann am Ende tatsächlich auch in diesem Recht reinzukriegen. Und die größte Gefahr sehe ich immer darin, dass es so finanzschwere Lobbygruppen gibt, wie zum Beispiel die großen Verlage, die halt sehr effizient da drin sind, eine Idee zu kommunizieren, und zwar nicht unbedingt öffentlich, sondern halt an den entscheidenden politischen Stellen, um dann so ein Recht tatsächlich auch durchzusetzen. Welche große Lobbygruppe soll die Urheber selbst vertreten? Also wenn die Labels, Major Labels oder Produzenten, wer auch immer diese Position übernehmen, dann schwingen da auch immer eigene Interessen mit, die dann nicht unbedingt so direkt die Interessen der Urheber vertreten. Also hätte ich die große Angst, wenn man das Urheberrecht nochmal komplett neu diskutiert, dass am Ende nicht wirklich eine Verbesserung dabei rauskommt, also aus Urhebersicht. Okay, danke. Okay, vielen Dank nochmal, Mike. Dann später mehr. Dann würde ich Boris bitten. Boris Balschun, ähnlich wie Matthias, Profimusiker, also du lebst von deiner Kunst, allerdings auf ein bisschen anderem Gebiet, nämlich Diplom-Musik, Komponieren, freie Kunst, Studierungsaufenthalte. Du warst gerade in der Villa Aurora zum Beispiel in Kalifornien. Und es wäre toll, wenn du einfach nochmal darstellen kannst, wie sich diese Problematik, über die wir jetzt angefangen haben zu sprechen, aus deiner Sicht darstellt, aus deiner Praxis. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung nochmal. Genau, ich sage vielleicht ein paar Worte zu mir selbst. Ich habe ursprünglich Komposition und elektronische Musik in Den Haag am Institut für Sonologie studiert. Bin danach nach Berlin gezogen und mache elektronische Musik nach wie vor, bin immer mehr in Richtung Installation und Ausstellung eigentlich gedriftet, kann man sagen. Habe auch trotzdem noch ein paar Projekte, richtige Musikprojekte im engeren Sinne, und habe in den letzten Jahren vermehrt fürs Radio gearbeitet, vor allem für den Klang- und Sendeplatz bei Deutschlandradio. Genau, also das einfach nur so als so einen ganz groben Verlauf meiner Biografie. Ich lebe seit ungefähr 15 Jahren vom Musikmachen, von verschiedensten Projekten. Manchmal Aufträge für andere Leute, aber also hauptsächlich eigentlich meine eigenen Projekte. Wobei ich da sozusagen so eine, was man im Amerikanischen so schön sagt, Composer-Performer-Position einnehme, wo ich meistens meine Stücke selber mit aufführe oder installiere oder im eigenen Studio sozusagen komponiere, sporadisch auch für andere Ensembles oder Leute oder Gruppen Stücke schreibe, aber das ist jetzt tatsächlich wirklich weniger mein Schwerpunkt. Also ich bilde sozusagen mehr eine Einheit eigentlich. Eine Einheit nicht unbedingt nur alleine, sondern auch mit ein paar Leuten, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite schon die ganze Zeit. Also vor allem Serge Bagdasarian, mit dem ich im Duo sehr viele Projekte realisiert habe. Seit Ende der 90er Jahre, kann man sagen. Und es gibt ja jetzt schon einige Positionen hier zum Urheberrecht. Und um es zusammenzufassen, kann ich eigentlich sagen, ich habe in meiner ganzen Karriere wenige 100 Euro von der GEMA an Ausschüttung erhalten. Also ich lebe zu 99,9% von Geld, was durch Aufträge und Auftritte zustande kommt. Durch Gagen, Honorare, Projektgelder, all diese Dinge. Wahrscheinlich schuldet mir die GEMA auch eine Menge Geld. Aber ich habe eigentlich auch gar, also ich bin schon fast über den Punkt hinaus, mich darüber jetzt zu beklagen. Ich habe das echt so ein bisschen aufgegeben, dass die das mal ausschütten, was ich eigentlich bekommen müsste. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat,
das ist vielleicht so ein anarchisches Moment, dass mich tatsächlich auch die Inhalte sozusagen so viel mehr interessieren und mich mehr interessiert, dass die sich die Ideen verbreiten, als jetzt so eine Ausschüttungsidee. Also ich tendiere auch sehr stark dahin zu denken, dass die Sachen sich sozusagen verbreiten sollen und auch kopiert werden sollen, was ja sowieso passiert. Aus technischen Gründen, das hat es aber auch schon früher getan, also dass Leute sozusagen kopieren und sich aneignen und wiederverwerten und so weiter. Das sind auch, glaube ich, Sachen, die man überhaupt gar nicht aufhalten kann. Also egal mit was für einer Gesellschaft oder so, man kann das natürlich versuchen, markttechnisch zu organisieren. Und es gibt viele Leute und Interessen, die natürlich sozusagen Gewinn abschöpfen wollen, aber das ist aus meiner Sicht jetzt kaum natürlich das Interesse von einem Komponisten, also auch wenn man davon leben muss, und das muss ich natürlich auch, und das ist mitunter natürlich auch schwierig, da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, ich müsste doch eigentlich versuchen, dort auch mehr Einnahmen zu erzielen, aber das erscheint mir relativ müßig. Das ist so, ich war ja gerade, wie du erwähnt hast, in den Vereinigten Staaten und habe wieder sehr engen Kontakt mit dem Kreditkartensystem gemacht, und ich würde das gerne damit vergleichen. Ich glaube, das ist auch so ein System, was sich wahrscheinlich selbst auflösen wird oder erübrigen wird in der Kürze der Zeit. Die haben ja auch sozusagen einen sehr hohen Gebührenanteil an dem System, und das wird zurzeit auch gerade stark torpediert durch neue Dienste, die Geld verteilen. Also diese Milliarden, die da umgesetzt werden sozusagen, die eigentlich Leute verdienen, die gar nichts machen mit Systemen, die einfach nur Geld durch die Gegend schieben. Das kann man, glaube ich, schon so ein bisschen vergleichen. Ja, das ist okay. Dankeschön. Also, ich sitzen. Gibt es noch Rückfragen oder Nachfragen? Du meintest, dass du die Idee, dass sich Werke verbreiten, dass sie kopiert werden, dass sich das jetzt nicht so abschreckt. Benutzt du Lizenzen dafür, für deine eigenen Werke? Nee. Also ich glaube, es hat natürlich auch immer was mit der Marginalität von einem Markt in Anführungsstrichen zu tun. Nee, ich benutze keine Lizenzen dafür. In dem Sinne. Also ich habe natürlich auch schon mal CDs gemacht, die jetzt, wo sozusagen irgendwie in irgendeiner Form eigentlich über die GEMA abgerechnet werden müsste oder so, beziehungsweise viele Veranstaltungen, Konzerte gespielt, wo natürlich Gelder an die GEMA geflossen sind, also zwangsweise von den Veranstaltern. Aber ich finde es sehr sympathisch, diese Idee von Creative Commons. Und ich verstehe auch, dass sozusagen sowas irgendwie organisiert werden muss. Es ist nur einfach, ich glaube, mich interessieren sozusagen so viel mehr die ästhetischen Probleme. Und ich sehe ja, wie die Welt funktioniert und wie Künstler funktionieren. Und das, ich glaube, man kann da noch so viel beschränken wollen. Also die Leute werden immer das machen mit den technischen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Das haben sie früher getan und das tun sie heute auch. Und das ist ja eigentlich auch das Interessante für Musik oder für Kunst, dass Leute sich sozusagen dieser Möglichkeiten bedienen. Und da sind natürlich die Leute, die jetzt 20 sind, sind auch allen voraus in der Geschwindigkeit, wie sie das benutzen. Also in dem Moment, wo wir diskutieren, wie man da jetzt möglichst was abschöpfen kann, verwerten kann, benutzen die schon Dinge, die wir kaum handhaben, wo wir jetzt kaum hinterherkommen. Aber das sind eigentlich die tatsächlich interessanten Punkte, was entsteht an diesen neuen Schnittstellen, wo sozusagen sich Möglichkeiten auftun, die es vorher nicht gab. Also das betrifft, wie gesagt, ich finde diese Idee von Creative Commons absolut sympathisch und im Grunde genommen könnte ich das auch jetzt unter meiner Arbeit runterschreiben. Aber es ist mir sozusagen so egal, ich glaube gar nicht, es gibt nichts zu klauen jetzt in dem Sinne. Es gibt allerhöchstens was von Verwertern zu klauen, aber das, wie gesagt, das hängt ja auch damit zusammen, die meisten Komponisten, denke ich mal, im Raum komponieren ja auch im weitesten Sinne jetzt neue Musik oder experimentellere Kompositionen. Und natürlich gibt es da auch irgendeine Art von Markt und man kann damit auch ein bisschen Geld verdienen und so weiter. Wahrscheinlich auch mit Rechten. Aber der ist dann doch beschränkt. Also ne, da gibt es natürlich große Unterschiede. Also je nachdem, in welchem Feld man sich jetzt aufhält. Das Problem hier ist in der Rechtsraum eigentlich dabei. Dass du die zwar aus dem Rechtsraum rausnimmst, für diese Produktion, aber die Leute natürlich trotzdem im Rechtsraum agieren müssen. Eben. Ja, ja, ich ja auch. Natürlich, das ist jetzt sozusagen eine... Natürlich, ich kann ja nicht austreten. Ja. Also ich komme ja, das ist ja auch das Problem, ich bin mal GEMA-Mitglied geworden vor ewigen Zeiten, ohne drüber nachzudenken, damals sozusagen ein großer Fehler vielleicht. Und ich kann natürlich nicht austreten, aber ich sehe ja trotzdem, was sozusagen die Leute stattdessen machen.
also wie die Welt funktioniert, vor allem wenn man mal aus Deutschland rausgeht, also sozusagen die, also wie wird sozusagen genutzt und geklaut und so weiter. Ja. Natürlich kannst du austreten, und zwar ohne weiteres. Nein, ich meine, das geht immer, kann ich austreten. Du kannst, und du nein, kannst nein. auch einzelne Rechte mit 3 Monaten ja. Kündigungsfrist rausnehmen. Also das heißt, ich glaube, also ich bin ja sozusagen jetzt nicht offizieller Entsandter der EU, ich habe auch keine Funktion dort, aber ich bin doch in der Debatte so tief drin, dass ich sagen kann, es wäre unlauter so zu tun, als ob für jeden eine GEMA-Mitgliedschaft sinnvoll oder vernünftig ist. Das ist für viele nicht rational. Und da gehören insbesondere diejenigen dazu, die zu dem, was man terminologisch Selbstaufführer nennt, gehören. Also diejenigen, die sozusagen eine bestimmte Art von verteilter Nutzung belegen können, indem sie zum Beispiel bundesweit oder sogar international unterwegs sind und ständig das Werk irgendwo repetiert wird. Diejenigen sind die sofort Interesse haben müssten an einer solchen Mitgliedschaft, weil sie sich nicht um weniger kümmern müssen, weil das jemand für sie tut. Diejenigen, die aber sozusagen, wie du das sagst, im Wesentlichen ihr eigenes Repertoire an wenigen Punkten zum Einsatz bringen und dann eben aber nicht in die dutzendfache Wiederholung gehen, für die ist das echt ein sehr uninteressantes und sehr uneffizientes System, weil das tatsächlich ausgesprochene Sonderfälle sind, wenn man die Gesamtheit von Musikperformance betrachtet. Ich würde eine Ergänzung noch machen wollen. Du hast gesagt, also ich muss natürlich jetzt sozusagen den Vergleich mit den Kreditkartengesellschaften kritisieren, denn ich glaube, da hast du vielleicht auch nicht ganz verstanden, was der gesetzliche Auftrag der GEMA ist. Die GEMA macht ja nicht Dinge im luftfreien Raum, das wird die C3S auch nicht tun, sondern es gibt ein Recht, was das genau vorgibt, was die dürfen, unter welchen Bedingungen sie dürfen und wie weit sie damit gehen dürfen. Zum Beispiel dürfen Verwertungsgesellschaften in Deutschland nicht Lizenzen nicht vergeben, sondern sie sind verpflichtet, Lizenzen abzugeben, weil sie nämlich dafür auf anderer Seite bestimmte Sonderrechte genießen. Das kostet aber eben was. Ja? Und der Gesetzgeber betraut über das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz die Verwertungsgesellschaften damit für dich und für mich verbindliche Tarife herzustellen. Und unsere Auftraggeber, genauso wie wir, werden dadurch rechtssicher. Das ist ein unglaublich hohes Gut. Das darf man sich, da darf man sich nichts vormachen. Denn das ist mir ja nichts, wenn ich nichts ausgeschüttet. Ich kriege de facto, ich habe in Deutschland. Moment, also das Deutschland ist eine andere Diskussion. Das ist wirklich eine andere Diskussion. Nee, das ist nicht eine komplett andere Diskussion, weil es genau bei dem Vergleich geht es ja darum, auch wenn der vielleicht ein bisschen provokant klingt, geht es ja darum, dass sozusagen was abgeschöpft wird. Ein nicht unerheblicher Teil, würde ich sagen, in der Summe da, von Geld von Leuten, die gar nicht die Urheber bzw. die Briefkarten können. Die sozusagen einfach mehr. Aber wer ist denn die Leute? Wer sind die Leute bei der GEMA? Naja, also die GEMA als Verein. Also meinst du, die Urheber sind diejenigen, die etwas von dir abschöpfen? Nein, aber es verschwindet ja. Sagst du als jemand, der nicht hingeht zu der Mitgliederversammlung und hier öffentlich sagt, dass er sich nicht darum kümmert, weil es ihm eigentlich egal ist? Das verstehe ich nicht. Es ist ein Verein. Du bist Mitglied. Ja, ja, aber also wir wissen ja alle, dass ich. Aber die Diskussion, ich glaube, das führt jetzt. Also das würde jetzt ausufern, wenn wir die führen, wie sozusagen Geld in der GEMA verteilt wird. Das würde ich dann von dir vor allem gerne wissen wollen, wie du das belegen kannst, was du da behauptest. Das, also ich sage ja, dass du wahrscheinlich jemand bist, der in den Verwertungsmechanismen der GEMA wirklich nicht verfängt und darum gäbe es Tricks, zum Beispiel, dass du Netto-Einzelverrechnungen beantragst. Dann würdest du nämlich sofort nicht mehr in den pauschalen Töpfen landen. Da muss man sich aber drum kümmern. Das macht die nicht von alleine, denn ich weiß nicht, wer du bist und was du tust, die GEMA. Ja, genau. Also wie gesagt, ich glaube, dass... Okay, wie gesagt, ich bin ja kein Einzelfall jetzt, der sozusagen quasi einzahlt, also über den Veranstalter einzahlt, aber irgendwie nichts rauskommt. Ne? Da bin ich ja jetzt kein Einzelfall. Ich will übrigens nicht behaupten, dass das Problem nicht existent ist, darum geht es mir ja gar nicht. Also das ist sozusagen wie alle anderen vier Systeme auch, ja. Also da gibt es keine Verteilungsgerechtigkeit in keinster Weise innerhalb des Vereins. So, das ist einfach, das ist meine persönliche Erfahrung. Also das die ist auch schwierig jetzt anzufechten, weil ich, wie gesagt, finde ich eine sehr extreme These, muss ich sagen, weil die Verwertungsgesellschaften, so alle, die es gibt, unter extremer Aufsicht stehen. Und ich finde, also ehrlich gesagt, als einer von uns, ne, die wir sozusagen, ob wir nun Mitglieder sind oder nicht, irgendwie letzten Endes sowas schon wie eine Solidargemeinschaft sein sollte, als Komponisten, als Urheber, als Leute, die irgendwie in diesem Markt existieren, treibst du deinen Kollegen, die in diesem System organisiert sind und sich darum bemühen, es besser zu machen, auf die Weise ein Messer in den Rücken. Ich finde es nicht okay, sowas öffentlich so pauschal zu machen. Ja, das glaube ich nicht. Also das, du kannst dich darum kümmern. Wenn ich kritisiere, dass die GEMA sozusagen
etwas nicht ausschüttest an mich, was mir zusteht. Aber du hast doch selber gerade belegt, dass du dich gar nicht drum kümmerst. Naja, also in dem Sinne jetzt, dass ich jetzt nicht irgendwelche Klagen gegen die GEMA oder so führe, weil ich weder die Kapazität... Man kann gegen die GEMA klagen, denn wenn sie Geld von dir behält, was du nicht bekommst, dann ist das dein gutes Recht. Also... Ich habe es ja gerade gesagt, ich habe nicht gegen die GEMA geklagt, also tun, aus wahrscheinlich nachvollziehbaren Gründen. Also, ja, aber meine Frage, also, verstehe mich nicht falsch. Wir sind jetzt schon viel zu weit geritten. Ich kann jetzt dahinter auch nicht zurück. Was ich sagen wollte, ist, was du bei deiner Berechnung, bei deinem persönlichen Vorbehalt und deine Wut verstehe ich und ich kenne genug, die die haben. Und ich bin einer von denen, die übrigens innerhalb der GEMA immer versuchen, für diejenigen zu sprechen und Verständnis herzustellen. Was ich sagen wollte vorhin, und ich wollte dich gar nicht eigentlich im Kern kritisieren, sondern ich wollte etwas ergänzen. Die GEMA hat den Auftrag, für uns als ihre Mitglieder und auch für alle anderen verbindliche tarifliche Bestimmungen zu erwirken. Und das kann keiner alleine. Also du kannst mit Google einfach keine Vergütungsregeln aushandeln. Ja? Und ich glaube, das ist einfach ein Aspekt, der in dieser Tendenz im Moment sich aus allen kollektiven Systemen persönlich rauszuziehen, eine ganz fatale Folge hat, dass nämlich das Kollektiv nicht mehr für einen Einzelnen einstehen kann. Also das ist eine sehr prinzipielle Überlegung und die müssen wir jetzt nicht zu zweit aushandeln. Ich will das aber in den Raum stellen. Die GEMA ist vom Gesetzgeber genau damit beauftragt, das zu tun, für uns im Kollektiv gangbare, existenzsichernde Wege zu eruieren und rechtssicher zu machen. Okay, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns erst nochmal bei dir bedanken und... Und nun auch offiziell den allgemeinen Teil eröffnen und von den Rückfragen weggehen. Michi hatte sich gemeldet. Ja, also ich sage noch was dazu, weil das kann auch ein guter Startschuss für eine Debatte oder Diskussion sein. Ich bin GEMA-Mitglied und bin ordentliches Mitglied und das habe ich mir sogar verdient. Ich habe unehrenhafte Dinge gemacht wie Radiosender bejingelt und das nicht schlecht. Und da ist es manchmal sogar lottogewinnmäßig rübergekommen. Und ich habe Fernsehbeiträge, Dokus, da haben sie manchmal sogar nur einen einzigen Ton genommen. Aber okay, es war so lustig. Das wurde verwertet. Ich habe einen Haufen Arbeit gehabt, den Demos vorzuführen. Die haben gesagt, den Ton, der hat was Dreuendes. Also wie Journalisten sind, der hat was Dreuendes. Den nehmen wir. Und dann habe ich gesagt, soll ich noch mehr Roaring machen? Naja, da habe ich noch einen Filter angesetzt. Fertig war die Laube. Ich habe mit so wenig Arbeit noch nie so viel Geld verdient. Das ist aber nicht das, was für die GEMA unbedingt sprechen würde. Aber wir sind in einem Rechtsstaat und das konnte ich an der GEMA auch ausprobieren. Denn ich habe in der Tat, ich habe das Inforadio Berlin-Brandenburg-Projekt mit meinem Freund Thomas Selig gemacht und wir haben regelmäßig Controlling gemacht. Wir haben einfach mit der Stoppuhr so über Daumen gesagt, so können die Abrechnungen, die wir abschicken, stimmen. Das hat es meistens und dann kamen Abrechnungen von der GEMA, die konnten dann nicht stimmen. Und wir können uns ja gerne unterhalten. Es war ein bisschen mühevoll. Ich bin mit einem Anwalt befreundet. Der weiß dann so gewisse Strategien. Aber wir haben unser Geld gekriegt. Es ist manchmal so oft passiert, dass ich sagte, das ist aber merkwürdig. Ein bisschen sehr oft. Irrtum kann mal sein, aber soll eigentlich nicht. So, aber man kann was machen. Und ich kann ja den Vorwurf nicht ersparen. Also muss ein bisschen die Hände in den Schuss legen und sagen, nun Regenwetter. Also, das muss ich sagen, ist ein bisschen eigene Schuld. Ich glaube, du hast nicht nur Obst gezüchtet, sondern auch vergessen, die Ernte einzufahren. Das scheint mir ein bisschen so. Karl? Ich bin auch GEMA-Mitglied. Ich mache viel Musik. Damit habe ich auch gerechnet. Im Theater ist es so ein bisschen ähnlich manchmal mit dem Film, dass ich da sehr profitiere von dem doppelten Monopol. Das also... Wenn das Theater jetzt beschließt, dieses Stück noch ein paar Mal zu spielen, dann kriege ich einfach mehr Geld von der GEMA, ein Jahr verzögert, aber die müssen nicht nochmal mich anrufen und mich überzeugen, doch nochmal die Rechte einzuräumen für vier weitere Aufführungen oder sowas. Deswegen ist es super, da kriege ich das gut. Was bei der GEMA immer mal ein Problem ist, sind so kleinere Veranstalter mit Live-Musik, wo ich genau nämlich der Composer-Performer bin, die dann sagen so, oh, du bist GEMA-Mitglied, Wenn ich meine eigene Tonträger mache, da leichter, da gehen wir natürlich auch ein Jahr lang Geld, bis das dann wieder kommt. Klar, aber weil das kann man ja in Funktion verschwärzen. Weil ich in einer Funktion bin. Ja, das ist richtig. Ich kann das auch, was du sagst, unterstützen. Es gibt Abrechnungen, die sind total plausibel,
als ich mal ein Stück abgerechnet gekriegt habe, was ich nicht geschrieben habe, habe ich mich schon gewundert. Das war irgendwie, das habe ich dann bei Amazon gefunden, das war so eine Schlager-CD mit einem, der Nachname war der gleiche. War auch nicht viel Geld, war einfach auf 20. Nee, ich glaube nicht. Das, also, ich weiß nicht, wie du bei Schlager so gewandert bist. Er schon, er ist super. Dann suche ich es nochmal raus. Was ich, was so, vielleicht nicht elektroakustische Musik, aber was so ein bisschen mehr Popmusik angeht, viel problematischer finde als diese ganze GEMA-Sache, sind Streaming-Dienste wie Spotify. Also wenn man bei Spotify mal so zusammenrechnet, wie lange es braucht, bis man einen Cent kriegt, und die sind ja so zum Teil on demand und so weiter, da geht schon eine Menge an Musik hören, verpufft sehr stark. So, da gibt es überhaupt nichts mehr, was an Urheberinterpreten geht. Also da fließt so wenig Geld. Das ist aber dieser Longtail. Ein Freund von mir arbeitet bei einer CD-Firma oder bei so einer Firma, die einfach Rechte kaufen ohne Ende. Die haben, glaube ich, 1,5 Millionen Titel online bei Läden wie iTunes und so weiter. Die verkaufen, glaube ich, 10.000 Titel im Monat oder sowas oder noch mehr. Die verkaufen richtig viel, aber halt jeden einzelnen Titel maximal einmal alle 2 Jahre. So im Schnitt. Und darüber verdient natürlich die Firma Geld oder diese Urheber, die den Titel geschrieben haben. Da kommen nochmal 30 Cent an. Und das ist auch ein großes Problem, wo jetzt nicht die Urheberrechtsverwerter, Verwertungsgesellschaften oder was, die das Problem darstellen, sondern ich glaube, da sind aber Märkte entstanden, die an uns Urhebern ziemlich vorbeigehen. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, dass da viele Leute dran sind, die selber gar keine Musik machen. Also, Labels, Verlage. Entschuldigung, zu meinem Verständnis. Ich verstehe das Beispiel noch nicht. Also, wenn da ein Titel ist, der wird im Jahr 2-mal verkauft, dann kriegt der Urheber von dem Titel auch völlig korrekterweise nicht mehr als 30 Cent bei raus, oder? Richtig, naja. Dann ist das doch in Ordnung, oder? Ja. Also sollte der einzelne Urheber dann mehr Geld kriegen für die 2-mal, die er verkauft wurde? Nein, das habe ich falsch verstanden, das meine ich nicht. Also, das ist schon richtig. Das war nicht. Ich meine, da ist ein Markt entstanden, da sind Geschäftsmodelle, die darauf basieren, in der Masse viel anzubieten, weil man, du hast keine Lagerkosten oder irgendwas. Du kannst einfach diese, und das ist natürlich eine Entwicklung, die kann man ja nicht sagen, finde ich scheiße, muss man verbieten oder sowas. Ja. Das ist ein Fakt, ja. Aber es bedeutet auch, dass man als Urheber gucken muss, wo die Kohle herkommt. Weil wenn da mein Stück drin ist, dann verdiene ich daran, klar, wenn ich einen Hit habe, verdiene ich damit auch viel Geld. Und ich habe den Link immer noch nicht verstanden. Ehrlich gesagt, weil wenn ich als Urheber nicht möchte, dass dieses Stück von, weil nicht bei Spotify oder so drinsteht, dann sage ich bei Spotify, nee, ihr dürft das Ding nicht haben. Das ist richtig, das muss man. Ja, und wenn ich sage, ich möchte es bei Spotify und es wird nur 2-mal im Jahr runtergeladen, dann kriege ich halt 0,3 Cent dafür. Wenn es 100.000 Mal runtergeladen wird, kriege ich ein bisschen mehr. So, also das will sagen, die Tatsache, dass es möglicherweise neue oder seltsame oder ungewöhnliche Geschäftsmodelle gibt, um das mal neutral auszudrücken, heißt ja nicht, dass wenn es die nicht gäbe, die Urheber mehr Geld verdienen würden. Weil dann würde der Titel vielleicht nicht 2-mal im Jahr, sondern gar nicht bei irgendwem ankommen. Gut, das ging auch mal. Mhm. Mike und dann Matthias? Also gerade bei den Spotify-Dingen, du hast gerade gesagt, da fallen keine Lagerkosten an und so weiter, aber so ein Dienst wie Spotify hat ganz andere Kosten. Also die Musik wird ja gestreamt, das heißt, die müssen Server betreiben, die müssen irgendwie für die Bandbreite aufkommen. Das ist im Prinzip total ineffizient, ne? Aber es ist halt rechtlich notwendig, dass das gestreamt wird, weil ja sonst eine Kopie entstehen würde auf dem anderen Gerät und dann könnte diese Kopie endlos gehört werden, dann würde wieder keiner vergütet werden. Aber eigentlich wäre das viel effizienter und quasi volkswirtschaftlich viel günstiger, wenn die Titel einmal kopiert werden und dann öfters angehört werden können. Aber weil halt jedes Mal jeder einzelne Titel wieder durchs gesamte Internet geschaufelt werden muss und bei denen alles auf den Servern selbst vorrätig sein muss, kostet das halt unglaublich viel Geld. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das Spotify ein tolles Modell ist, aber ich glaube, die Kosten, die da drin stecken, auch gerade weil die ganze Lizenzierungsfrage so kompliziert ist, dass sie quasi bestimmte technische Vorgänge erzwingt, die eigentlich nicht effizient sind. Gerade das macht das dann auch wieder teuer. Ich glaube, die Sorge, die im Raum steht, wird in den aktuellen Debatten mit dem Begriff der Substitution umschrieben. Also wenn etwas auf Spotify verfügbar ist, dann ist es für Spotify unglaublich wertvoll, egal ob es jemand hört oder nicht, weil es nämlich vervollständigt. Und Spotify ist darum spannend, weil alles da ist. So ähnlich wie YouTube. Es geht nicht darum, ob jedes einzelne Element, was da drin ist, an sich wertvoll ist, sondern die Gesamtheit macht den Wert aus. Und wenn von der Gesamtheit etwas Wesentliches wegbrechen würde, wäre die Gesamtheit nicht mehr gewährleistet und das gesamte wäre nicht mehr so wertvoll.
Für uns als diejenigen, die wir diese Inhalte schaffen und teilweise auch die Rechte wahrnehmen oder aber irgendwohin lizenziert haben, damit sie wahrgenommen werden, steht die Befürchtung im Raum, wenn es doch über Spotify gezielt jederzeit abrufbar ist, für so gut wie kein Geld, vielleicht sogar für gar kein Geld, außer Bandbreitenverbrauch, dann werden die Leute eben nicht mehr unsere Tonträger kaufen, sie werden nicht mehr einen Download bezahlen oder so. Und da gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viele und durchaus auch handfeste Gegenargumente von Leuten, die sich mit Marktforschung in dem Bereich befassen oder mit ökonomischen Ansätzen an so eine Geschichte rangehen. Und ich befürchte, wir wissen es einfach noch nicht. Wir werden es auch im Grunde genommen im Moment einfach akzeptieren müssen, dass es für den Moment so ist und wir es nicht aufhalten können. Ich glaube, ohnehin aufhalten ist eigentlich keine Option bei der Lawine, die da gerade rollt. Aber das Stichwort Lawine bringt mich in meine Rolle des Mahners eben hier auch zurück. Was ich vorhin nicht gesagt habe, ich glaube auch an die Commons, sogar sehr. Ich mache das nur anders. Ich engagiere mich in Berufsverbänden, im Landesmusikrat in Nordrhein-Westfalen, im Kulturrat in Nordrhein-Westfalen, bin ich jeweils im Präsidium oder im Vorstand. Ich mache soziale Jugendkulturarbeit für so gut wie gar kein oder auch schon mal für gar kein Geld. Und ich glaube, ganz viel von der Expertise, die ich mein Leben lang angehäuft habe, weil ich nie was anderes gemacht habe als Musik, gebe ich in die Gesellschaft auch zurück auf die Weise. Und ich glaube persönlich nicht, dass es dann auch noch verlangt werden muss, dass meine Musik jetzt auch noch für jedem gehören muss. Das mag, wenn ich das so äußere, jetzt erstmal egozentrisch klingen. Ich glaube aber ganz fest daran, dass das ganz im Gegenteil etwas ist, was im Kern eine Notwendigkeit unserer Kultur ist. Dass diese Kultur diese Art von Wertschätzung den geistigen Schöpfungen Einzelner gegenüber aufrechterhält, pflegt und fortentwickelt. Und das heißt nicht, dass immer alles etwas kosten muss, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich gebe gerne Dinge weg. Es geht darum, dass die Möglichkeit gewährleistet bleiben muss, dass so komplexe rechtliche Gebilde wie zum Beispiel und so komplexe kulturelle Gebilde wie zum Beispiel Filme und Hörspiele überhaupt auch in Zukunft noch möglich sein werden. Denn ein Film ist ein Werk, das aus so vielen einzelnen Rechten zusammengefasst ist, dass es anschließend ein totes Werk wäre, wenn nicht jemand diese Rechte besitzen würde, um sie nämlich weiter zu lizenzieren. An eine Fernsehanstalt zum Beispiel oder an einen Kinoverleiher. Und ich habe das vorhin ja schon mal gesagt, sind in einer Situation, wo der Kulturmarkt insgesamt schon so entsetzlich unterfinanziert ist, also ausgeblutet wird. Und ich glaube, wir sollten uns nicht vormachen, dass es da nicht auch Interessen gibt. Also das ist kein Zufall, man nimmt das in Kauf. Es gibt eine Politik, die sich weigert, da die Schrauben anders zu stellen und dagegen etwas zu tun. Und da spreche ich überhaupt nicht nur über die professionellen Musikschaffenden, sondern ich spreche über Autoren jeder Art, über auch Journalisten zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer mitbekommen hat, dass die Huffington Post, die ja jetzt vor wenigen Tagen gestartet ist, lauter freie Autoren beschäftigt, die exklusiv sämtliche Nutzungsrechte an ihren Texten abgeben, dafür aber in dem Vertrag auch noch unterschreiben, dass sie persönlich haften für jeden Regress, der aufgrund ihrer Texte an den Verlag gestellt wird. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist öffentlich und das wird akzeptiert. Diese Gesellschaft ist nicht mehr bereit, sich im Moment sozusagen in unseren Rücken zu stellen und uns den Fall zu halten als Kulturschaffende, sondern wir werden ständig konfrontiert mit Sätzen wie den Kapitalisten im Kapitalismus den Kapitalismus vorzuwerfen, das sei ja wohl absurd. Zum Beispiel auch mit der Vorstellung, wenn ich meine Musik wirklich liebte, dann würde ich sie ja wohl auch ohne Vergütung machen. Und das ist natürlich eine super Aussage, wenn ich gleichzeitig meine Musik nur in einem Studio machen kann. Liebst du ja, mich nicht? Was ich vorhalten muss. Das ist einfach fürchterlich trivial, dass es so nicht funktioniert. Es kann so nicht gehen. Und insofern denke ich mir, also zum Beispiel, um das einfach mal gesagt zu haben, ich glaube, ganz, ganz viele GEMA-Mitglieder sind zum Beispiel überhaupt gar keine Feinde von der Idee, die C3S gerade vertritt und im Gegenteil gucken mit der Hoffnung darauf, dass es vielleicht dazu führen könnte, dass diejenigen, die sich im Moment nämlich jenseits der etablierten Systeme bewegen, vielleicht auch in etablierte Systeme, in dann neue etablierte Systeme kommen und wieder eine Gemeinschaft bilden, die nämlich dann auch Regeln entwickelt und sich gemeinsam für die Durchsetzung von Regeln entscheidet. Und es müssen nicht die gleichen sein, die wir jetzt haben, aber ohne Regeln, und zwar gesellschaftliche, aber auch kaufmännische, wird es nicht funktionieren. Mike.
Also nur um das noch klarzustellen, wir wollen gar nicht, dass du deine Musik kostenlos... Habe ich euch nicht unterstellt. Ne? Also so, weil ne, gerade die Idee ja ist, das muss jeder individuell entscheiden für sich alleine, wie er das handhaben will. Aber das Wichtigere ist mir, was ich nochmal einwerfen wollte, genau dieses Regeln finden und sich dann danach verhalten, das finde ich ist sehr stark ausgeprägt in diesen Open Free Culture Societies, wie auch immer man das jetzt nennen will, da habe ich immer noch keinen vernünftigen Oberbegriff. In der freien Software Community zum Beispiel ist das Verständnis dafür, was diese Lizenz bedeutet, unglaublich verbreitet. Das ist quasi, diese Lizenz wird halt hochgehalten wie, was weiß ich, so ein Grundgesetz oder sowas. Und wenn irgendjemand etwas tut, was gegen diese Lizenz verstößt, dann werden die Leute tatsächlich einfach verklagt. Das heißt, es ist halt nicht so, dass man da irgendwie so sich überlegt, ja, wir brauchen diese drei Freiheiten und dann schauen wir mal, ob es funktioniert, sondern da wird halt, es gibt ein sehr starkes Verständnis, das Urheberrecht ist sehr präsent und was diese Lizenzverträge bedeuten, ist sehr präsent, weil diese Leute verstehen, dass eine, nennen wir es jetzt mal Allmende, nur funktioniert, wenn die Allmende Regeln hat, an die sich alle halten, weil sie sonst einfach eben in diesem Chaos untergeht. Und genau das Gleiche sieht man auch unter Creative Commons Musikern. Da ist es noch nicht ganz so weit, oder ich meine nicht nur Musiker, ich meine alle Leute, die irgendwie im Creative Commons Umfeld arbeiten. Da gibt es jetzt noch nicht so Organisationen wie, wie heißt das? GPL Violations? Ja, FSF. Genau, das ist halt so eine Organisation, die halt gezielt fragt, seht ihr irgendwo eine Lizenzverletzung, dann sagt uns Bescheid und wir ziehen vor Gericht. Also das gibt es da und das funktioniert auch. Also die haben gerade vor deutschen Gerichten diverse Klagen schon gewonnen, wo halt Firmen einfach quasi den Source Code genommen haben, dann Hunderttausende von Routern verkauft haben, ohne sich an die Lizenzbedingungen zu halten. Und da sagen die Programmierer dann natürlich, nee, sorry, ihr dürft das benutzen, ihr dürft es frei benutzen, aber dann haltet euch auch an diesen Vertrag. Mike, ich habe nochmal eine Nachfrage, wo du eben gesagt hast, wir möchten die Leute gar nicht zwingen, ihre Sachen frei abzugeben, wir möchten nur die Möglichkeit geben dazu. Ist das nicht so ein bisschen ein Wolf im Schafspelz im Sinne von, was passiert dann, wenn es einen Teil der Kulturschaffenden gibt, die das auch frei abgeben können, die aber in Konkurrenz stehen zu denen, Leuten, die es eben nicht frei abgeben können oder wollen, in einem System, was eben auf Wahlfreiheit, um es positiv zu formulieren, oder auf Konkurrenz, um es negativ zu formulieren, beruht, bedeutet das dann nicht, dass vielleicht ein Verwerter sagt, ich möchte jetzt mein Programm bestücken und zwar billig, ich kriege meine Sendung auch mit 10 Titeln von CC frei voll und agiere, also spiele diese Konkurrenz dann zwischen den Kulturschaffenden aus, zum Nachteil derjenigen, die davon leben möchten, wollen oder müssen. Ja, aber das ist doch schon der Status quo. Das kann dieser Mensch doch heute schon einfach machen. Und das, die Welt ist noch nicht untergegangen. Nee, also, das wird, ich glaube auch nicht, dass das passiert, dass das halt diese katastrophalen Folgen hat. Also damit so etwas tatsächlich passiert, braucht es nicht die C3S. Ja. Ja, es ist wirklich nichts Neues. Das gibt es also nicht nur im kulturschaffenden Bereich, sondern zum Beispiel auch im Journalismus oder wo auch immer urheberrechtliche Sachen gemacht wird. Dieses Unterbieten gibt es nicht jemanden, der es noch ein bisschen billiger hergibt. Ne? Und du sagst, die Welt ist noch nicht untergegangen, aber ich sehe schon, dass sich der Markt zum Beispiel bei den Journalisten, da habe ich ganz guten Zugang zu, dass das verheerende Folgen da hatte. Es gibt ganz viele Leute, die tatsächlich entweder an der Grenze oder unter der Grenze arbeiten müssen, zu Bedingungen, die wirklich nicht für sie gut sind und die letztendlich auch den journalistischen Inhalten nicht gut tun und letztendlich dann auch nicht denjenigen, die diese Inhalte verbreiten, weil eben genau dieses Prinzip tatsächlich schon seit ein paar Jahren sehr gut funktioniert. Aber ist das ein Lizenzproblem oder ist das ein Problem des Marktes? Oder?
Ja, man die Frage ist, was der Hebel ist. Die Lizenzen sind der Hebel, um den Markt an der Stelle so zu stören. Das ist das, was im Moment passiert. Und es gibt ein ganz pragmatisches, ganz, ganz plakatives Beispiel dafür. Und da muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen GEMA-Schelte betreiben. Die GEMA hat vor 25 Jahren vollkommen verpennt, sich einzulassen auf ein neues Phänomen, was überhaupt niemandem in Deutschland eigentlich so geläufig war, nämlich Computerspiele. Dass das ein Massenphänomen werden könnte, was irgendwann mal einen Markt erreicht und einen Markt vielleicht sogar dominiert. Und wir sind längst so. Ne? Also GTA 5 hat am ersten Tag 800 Millionen Dollar umgesetzt. Ja. An einem Tag. Ja, ist ja? Und da ist Hollywood gegen abgestunken, ja, innerhalb von 5 Minuten. Also die GEMA hat damals versäumt, auf das unglaublich gestaffelte Vertriebssystem, damit auch Lizenzsystem innerhalb des Games-Marktes, so zu reagieren, dass sie ganz schnell im Handstreich darauf einen Tarif hätte anbieten können, der dem gerecht wird. Um das kurz deutlich zu machen, bei der GEMA gibt es sowas wie einen Tarif zum Beispiel für den Tonträgermarkt, und da gibt es da vielleicht noch einen Unterschied, ob man eine CD eines Acts rausbringt oder eine Kopplung rausbringt. Aber jenseits davon gibt es keine große Tiefenstruktur mehr, die unterschieden wird. Im Games-Markt ist es so, dass ein Titel erstmal alleine rauskommt, dann kommt er in einer billigeren Version alleine raus, dann kommt er in einer Version mit 2 anderen Spielen raus und irgendwie in der 10. Version ist er mit 30 anderen Spielen in irgendeiner DVD in einem Magazin beigelegt. Und die Lizenzkette geht bis zum Schluss ungebrochen weiter. Und es führte damals dazu, und das hat sich bis heute nicht wirklich geändert, dass bei dieser DVD-Kopplung schlussendlich eine Gesamtlizenzgebühr des DVD-Lizenznehmers aufgebracht werden sollte pro DVD von etwa 30 Cent, dass aber die GEMA pro Titel auf der DVD alleine 37 Cent verlangt hat. Das konnte also so nicht hinhauen. Also darum ist der Games-Markt einer, der sich in Deutschland fast 100% neben der GEMA als Parallelmarkt entwickelt hat, trotz geltenden Urheberrechts. Und wir sind jetzt so weit, dass wir innerhalb der GEMA darüber diskutieren, auf Antrag von Mitgliedern, die nämlich diesen Markt verpasst haben, weil seit 20 Jahren in Deutschland Status quo ist, dass die Games-Producer in ihre Verträge reinschreiben, man dürfe kein GEMA-Mitglied sein. Also GEMA-Mitgliedschaft schließt aus von diesem Markt, qua Vertrag. Wir sind jetzt dabei, innerhalb der GEMA zu diskutieren, ob wir das zum ersten Mal genehmigen wollen als Mitgliederversammlung, dass ein Recht tatsächlich so ausgenommen wird, dass man für Games arbeiten kann, ohne dass es eine GEMA-Wahrnehmung gibt. Und das ist natürlich aber eine Überlegung. Und da sind wir genau bei der Geschichte, die gerade im Raum steht. Das würde das Konstrukt der GEMA ad absurdum führen. Es würde es aufbrechen, weil nämlich das Konstrukt eins der Geschlossenheit ist, was Ausnahmen eben nicht erlaubt. Das funktioniert aber eben längst nicht mehr für jeden. Das funktioniert nur noch für diejenigen, die in einem funktionierenden Markt professionell arbeiten können. Und für diejenigen, die in den Markt rein wollen, ist es ein Hemmnis. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Echt, das ist auch ein moralisches, ethisches Dilemma. Und nur um das kurz in den Folgen darzulegen, das fing an mit dieser GEMA-Verdrängung, mit der Etablierung eines von allen gesehenen, aber von niemandem reglementierten Parallelmarkts, der eigentlich nach pazifischem Copyright-Verständnis etabliert worden ist, also nicht europäisches Autorenrecht, sondern Verwerterrecht amerikanischer Art, mit Total-Buyout-Verträgen und so, die hier gar nicht statthaft sind eigentlich. Und es führt dazu, dass heute ein Unternehmen wie Electronic Arts zum Beispiel in Deutschland, in Köln, eine Firmenzentrale hat, die von der Stadt Köln und vom Land NRW mit Kulturfördermitteln erheblich gepimpt worden ist. Und Electronic Arts mit Firmenkonzernzentrale in San Francisco hat weltweit die Order ausgegeben an alle Konzerntöchter, nicht in urheberrechtlich relevanten Aspekten, nicht mit Personen zu arbeiten, die deutschem Urheberrecht unterliegen. Also das heißt, in Deutschland haben wir nur Vertriebler in diesem Konzern. Aber alle finden es super, dass die Kreativwirtschaft in Köln brummt und Electronic Arts da seine Konzernzentrale eingerichtet hat. Und das heißt, diese Verheerungen, diese Hebel, die eingesetzt werden, um den Markt in seinen Strukturen und in seinen Bedingungen zu zerstören, die sind längst angesetzt, und die zerstören tatsächlich auch die Verbindlichkeiten. Und an der Stelle muss ich eben wirklich sagen, ich bin selber, und ich stimme dir hundertprozentig zu, es ist so viel geiler, sich mit den Inhalten zu befassen. Und wenn ich das große Glück habe, an einem Spielfilm, an einem Hörspiel zu arbeiten, dann bin ich heilfroh, für 6 Wochen, 8 Wochen oder auch mehrere Monate mein Facebook auszumachen und den ganzen Wahnsinn nicht mitzulesen für die Zeit, weil ich nämlich dann nicht mehr kreativ arbeiten könnte. Aber ich glaube so sehr an die Notwendigkeit, dass wir als Kulturschaffende die Möglichkeiten unserer Kultur hier retten, dass ich glaube, wir können uns das schlicht nicht
nicht erlauben, die Augen davor zu verschließen, dass das Konzerninteressen sind, die hier durchgesetzt werden. Es geht nicht darum, dass der kleine Musiker eine Möglichkeit haben will, seine Musik auch auf YouTube zu stellen. Das kann er doch machen. Es gibt überhaupt nichts, was ihn daran hindert. Soll er doch. Ja? Sondern es geht darum, dass hier Konzerninteressen einen de facto Status quo parallel zum geltenden Recht etablieren und keiner tut was dagegen. Und da geht es ganz klar um das Geld, was wir nicht mehr kriegen. Ich würde gerne noch versuchen, den einen oder zwei Aspekte, die mir die ganze Zeit auch durch den Kopf gehen, neben den vielen anderen Dingen, die hier gesagt werden, nochmal in die Diskussion mit einzuwerfen. Also das eine, ich glaube, das ist unstrittig, dass das Urheberrecht, was zunächst mal sagt, derjenige, der etwas geschaffen hat, hat zunächst mal das alle verfügbaren Rechte daran, dass das erstmal eine grundsätzlich gute Sache ist. Auch an einem sehr durchaus europäischen Urheberverständnis. Dass man dieses Recht auch an eine Verwertungsgesellschaft abtreten kann, damit diese das für einen verwertet, ist vom Prinzip her wahrscheinlich auch okay. Die Frage ist, welche Konsequenzen ergeben sich im Einzelfall daraus. Soweit ich weiß, bitte berichtigt mich, wenn ich hier falsch liege, ist es für jemand, der nicht GEMA-Mitglied ist, ausgesprochen schwierig, im Radio gespielt zu werden, weil die keine Einzelabrechnungen mit denen machen, sondern grundsätzlich nur über die GEMA abrechnen. Ist das nicht so? Nein, das stimmt so nicht. Der kann überall gespielt werden, der kriegt schon keine GEMA dafür. Ja, und muss dann mit dem Radiosender irgendwie einen privaten Vertrag machen, also, was die Radiosender nicht machen. Es einen Lizenzvertrag geben, das stimmt. Aber ich meine, sprechen wir jetzt von Komponisten, die etwas für ein Hörspiel oder für sowas arbeiten, dann gibt es den Vertrag eh. Dann fällt einfach nur die Nutzungsvergütung weg. Und wenn es um CDs geht, dann gibt es so, zum Beispiel so Plätze wie bei Breitband auf Deutschlandradio, glaube ich, ne, wo eben genau das geregelt ist und wo solche Tonträger eben auch gespielt werden. Also ich glaube, das ist einfach ein Problem, was immer weniger einfach eines ist. Das war in das einer war, Zeit der Unsicherheit, aber das war einfach ehrlich gesagt auch sehr, sehr viel Unwissen in Redaktionen. Ja, das kann sein. Woran das liegt, will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber ich meine, ich kenne halt solche Vorfälle, dass Dinge einfach dann abgelehnt worden sind zu senden, weil dann Leute gesagt haben, ja, du bist da kein GEMA-Mitglied, dann können wir das nicht vergüten und dann machen wir es gar nicht. Mhm. Weil es ist dann irgendwie organisatorisch einfacher, es nicht zu tun, ja, als es dann zu tun. Ja. Das heißt, in anderen Worten, dass so eine Verwertungsgesellschaft, die eine gewisse Macht hat, natürlich auch die Macht hat, über Dinge zu bestimmen, über die sie gar nicht zu bestimmen hat, nämlich auf Leute Einfluss nimmt, die gar nicht mit ihr in irgendeiner Form verbunden sind. Weiß ich nicht, ob das vielleicht ändert sich das jetzt auch, also es ändert sich ja im Moment relativ viel bei der GEMA, da scheinen ja wohl einige Leute auch aus gewissen Dornröschenschläfen momentan zu erwachen, weiß ich nicht, wo das hinläuft. Die andere Geschichte, der andere Gedanke, der dem, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht ein bisschen widerspricht, ist ja der, dass egal was wir tun oder was wir als Produkt als Werk, als sonst was irgendwo in die Welt entlassen, ist ja immer auch etwas, was, ob wir wollen oder nicht, auf irgendeiner Form von Prior Art basiert. Wir können ja nicht im luftleeren Raum irgendwas machen. Das bedeutet ja umgekehrt, wenn ich das jetzt weiterdenke, bedeutet das ja umgekehrt, dass das, was wir dann irgendwie in die Welt rausgelassen hat, dann auch mal wieder Grundlage für andere Dinge sein müssen, die andere Leute damit machen. Das heißt, es ist notwendig, dass ja irgendjemand das, was ich mal gemacht habe, dann auch benutzt und vielleicht, und ich bin nicht sicher, ob das dann unbedingt immer irgendwie sich im Geld dann rechnen kann oder rechnen muss. Es ist ja so im deutschen Urheberrecht, dass die Dinge 70 Jahre nach Tod des Urhebers dann gemeinfrei werden. Und auch das führt gelegentlich zu absoluten Absurditäten, weil nämlich die 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers dann irgendwelche Erben oder noch schlimmer in sich verfeindete Erbengemeinschaften dann darüber bestimmen dürfen, was damit passiert oder nicht. Und nächstes Jahr werden zum Beispiel die Theaterwerke oder die Stücke von Oskar Schlemmer gemeinfrei. Und das ist ein großer Segen, denn seit den 80er Jahren sind keine Neuinterpretationen mehr davon gemacht worden, weil sich die Erbengemeinschaft zerstritten hat. Und wenn der eine Erbe sagt, du darfst, dann sagt der andere, du darfst nicht. Und umgekehrt.
Also irgendwo müssen wir, glaube ich, auch irgendeine sinnvolle und von diesen schwachsinnigen 70 Jahren, und meiner Ansicht nach schwachsinnigen 70 Jahren, wegkommen, dass irgendwann Dinge, die dann in die Welt gesetzt worden sind, auch der Welt als solche zur Verfügung stehen, weil sie ja aus Dingen, auf Dingen auch basieren, die in der Welt einfach zur Verfügung stehen. Auch das muss man uns zur Kenntnis nehmen. Ja, und dann. Also, Klammer auf, damit, womit ich nicht die Verdienstmöglichkeiten des real existierenden Urhebers, so wie du, der davon, der sich dann Geschäftsmodell darauf aufgebaut hat, dass Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, beschränken wird. Also, zunächst mal glaube ich, also zwei Punkte. Der erste war, dass die erste Äußerung bezog sich auch nochmal auf die GEMA und auf die kollaterale Effekte, die GEMA als existierende Grenze für bestimmte Arten zu handeln. Das ist gewollt. Und da kann die GEMA im Übrigen noch nicht mal was dafür, sondern wir haben ein Recht, was sagt, es gibt ein Anrecht, und zwar ein einklagbares Anrecht auf angemessene Vergütung für jede Nutzungshandlung. Wenn eine Radiostation ein Stück Musik spielt, dann muss sie die Nutzung vergüten. Punkt. Da kann die GEMA nichts für. Die GEMA ist damit beauftragt, es umzusetzen. Das heißt, darüber zu verhandeln, was kriegt er, unter welchen Bedingungen und wie kompliziert soll das sein. Und in aller Regel, wenn es einmal verhandelt ist, ist es nicht mehr kompliziert, sondern einfach. Wenn also jemand sich entscheidet, nicht in dieses System einzutreten, dann ist es seine freie Entscheidung in diesem kulturellen Markt. Und damit ist er in dem Verdrängungsmarkt in dieser Kultur eben unterlegen, weil er nämlich keine einfache Lizenz anbieten kann. Damit auch keine Rechtssicherheit. Da kann die GEMA aber erstmal nichts für, sondern das ist das Rechtssystem. Also da sprechen wir jetzt wirklich über das Urheberrecht und nicht über die GEMA. Okay. Das andere ist die kulturelle, ich sage jetzt mal, ich verallgemeine das mal, die Allmende sozusagen oder die Verfügbarkeit von kulturellen Produkten, damit sie zu den Schultern werden, auf denen anschließend dann andere Giganten stehen können. Ne? Das ist eine schöne Idee, dass man sagt, ja, das muss doch aber irgendwie verfügbar sein. Das Ding ist, dass im bürgerlichen Recht dieses Landes und dieses auch der EU das Immaterialgüterrecht dem Materialgüterrecht gleichgestellt ist. Das heißt, der Besitz ist eines unserer Grundrechte. Und also davon abgesehen, dass das Autorenrecht in Europa ohnehin auch ein Grundrecht ist und insofern alles, was uns daran kratzen lässt, einer besonders dringlichen Begründung bedarf, es ist so, dass auch die materiellen Erträge aus Immaterialgütern tatsächlich eben auch diesen Grundrechtsschutz genießen, zunächst mal dem Grundsatz nach. Und da stellt sich für mich dann schon die Frage, meine Eltern können mir ihr Haus vererben, was sie wirklich über viele Jahre sich unter Mühen abgespart haben. Ich habe, das kann ich wirklich hier in aller Bescheidenheit eingestehen, ich bin Mitte 40 und ich habe in meinem Leben noch kein einziges Jahr gehabt, wo es mir finanziell wirklich richtig gut ging und wo ich einfach irgendwie mal hätte sagen können, jetzt lege ich mal was zurück. Ich bin über die Hälfte hinaus, habe keine Rücklagen, weil es mir immer wichtiger war, Kultur zu machen und weil es mir immer wichtiger war, Dinge zu tun, an die ich glaube. Ja, das werfe ich niemandem außer mir selber vor. Das Ding ist nur, wenn ich eine Familie habe, und irgendwann passiert genau der Punkt, dass eine meiner Produktionen so in die Verwertung gerät, dass plötzlich damit Geld fließt. Warum soll das denn plötzlich dann vergemeinschaftet werden? Das Risiko war mein persönliches, kein gemeinschaftliches. Niemand hat mir den Rücken freigehalten. Es gab keine Steuermittel, die mir das Kulturschaffen ermöglicht haben, sondern das ist meine Familie und ich persönlich gewesen, die das ermöglicht haben. Das ist nicht einzusehen, auch moralisch nicht. Da stellt sich dann immer noch die Frage, ob es nicht Schrankenregelungen sogenannte geben müsste, die, wenn man an ein Werk gar nicht mehr rankommt, dieses vielleicht für konkrete Nutzungen zugänglich machen. Aber ehrlich gesagt, ich bin da skeptisch und ich glaube, man muss sich auch zwei Dinge da klar machen. Einerseits, das Recht schützt nicht Ideen. Ideen sind nicht schutzfähig, sondern nur Werke. Also sozusagen Dinge, wo man auch, also Produkte, bei denen überprüfbar ist, ob es eine Schöpfungstiefe gibt und ob es einen Gegenstandcharakter gibt. Und die Werke, die geschützt werden, wenn die jemand anders nimmt, um damit etwas zu tun, dann betrifft das keineswegs nur materielle Rechte, sondern durchaus auch Persönlichkeitsrechte. Darum ist das so kompliziert, da reinzukommen. Ja? Wenn aber die in einer Verwertungsgesellschaft zum Beispiel wahrgenommen werden und nicht großes Recht sind, dann ist es gar nicht kompliziert, sondern dann fragt man einfach die Verwertungsgesellschaft, darf ich? Und dann darf man. Ja? In der Musik ist das unproblematisch. Das aber
Ideen gar nicht schutzfähig sind, sorgt dafür, dass jeder, der meine Musik hört, völlig problemlos sich davon inspirieren lassen darf und was Neues draus machen kann. Er darf nämlich meine Komposition benutzen, meine Ideen kann er weiterverwenden. Also der kulturelle Fluss ist überhaupt nicht gehemmt, im Gegenteil. Das Urheberrecht sorgt ja dafür, über die Verwertungsgesellschaft mit Lizenzierungszwang zum Beispiel, dass alles verfügbar ist. Ja, ich würde gerne selbst gerade, ich hatte mich sozusagen. Ich würde gerne nochmal indirekt anknüpfen und nochmal ein bisschen auch auf die Frage des Marktes kommen und gleichzeitig auch der Lust. Diese beiden Dinge scheinen irgendwie in der Diskussion zusammengehört zu haben, denke ich. Also einerseits bei Johannes, der diese Atmosphäre geschildert hat, als du in deinem Studium das mitgekriegt hast, was mit PD und Linux passierte, ganz ähnlich bei dir mit der Linux-Geschichte und dieser Art zusammenzuarbeiten. Und ich denke, Boris, du hast dich getraut, so diese Unlust bei den Verwertungsprozessen einfach mal so direkt zu äußern und hast gesprochen von diesem Kontrast zu so einer inhaltlichen Arbeit. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich kann zumindest von mir sagen, ich kenne das genauso. Das ist wahrscheinlich bei allen relativ unterschiedlich. Ich denke, du kennst das, hast du es ja auch gesagt, du kennst es genauso. Und ich frage mich, wir sind ja Komponisten auch, um zu träumen. Und müssten wir nicht eigentlich, anstatt das, was du gerade dargestellt hast, ist natürlich genau der Punkt, der nicht passieren darf, sozusagen, wenn diese ganzen Dinge in diesem Ablauf sind, den du geschildert hast und du verdienst dann endlich mal was, dann kann es ja nicht wahr sein, dass du das sozusagen vergesellschaftest in einem negativen Sinne, sondern wenn es etwas gibt, was jenseits des derzeit existierenden Marktes ist, dann müsste das ja ganz grundlegend anders aufgestellt werden. Und das wollte ich gerne nochmal fragen, ob wir da eigentlich immer so Halt machen müssten und sagen, naja, okay, die Welt ist nochmal so, wie sie ist, es gibt nochmal, du hast es vorhin sehr dezidiert gesagt, es gibt nochmal den Markt, der ist nochmal so und so. Oder müsste es nicht auch unsere Aufgabe sein, aus diesem, was wir merken an der Energie, die zum Beispiel entsteht, wenn wir in so freien Projekten arbeiten, wo es halt nicht um Geld geht. Das ist schon ein wesentlicher Punkt, dass ich verkaufe nicht meine Arbeitskraft, wenn ich an einem Open-Source-Projekt mitwirke, sondern ich mache was mit anderen Zuhörern, ich gehe aus der Konsumentenrolle raus. Müsste das nicht eigentlich auch ein Aspekt sein bei dem, was wir wollen, also zumindest ein Wunsch, den wir offensiv äußern, anstatt zu gucken, dass wir eben in sozusagen in Rückzugsgefechten sind gegen diese übermächtigen Marktmechanismen? Deine Frage tönt noch nach. Okay. Ich wollte auch noch sagen, fiel mir gerade noch ein, wo du sagst, dass meine Einkünfte bei der GEMA sind immer direkt damit verbunden, wie viel Zeit ich investiere, GEMA-Abrechnungen zu machen und GEMA-Anmeldungen zu machen. Mhm. Also wenn man das ein bisschen schleifen lässt, dann kommt auch kein Geld. Wenn man das aber echt akribisch macht, so akribisch wie aber ich nicht also man sein will manchmal, man muss sich jedes Mal überreden. Ja. Mhm. Was ich nochmal sagen wollte, auch in Antwort auf deine Frage mit den 70 Jahren, was ihr gerade diskutiert habt. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Nutzungsrechten und den Urheberpersönlichkeitsrechten. Und wenn die Erben von Brecht und Beckett verhindern können, dass Rollen gestrichen werden in Stücken, weil sie sagen, dass der große Meister es damals nicht so gemeint hat, das finde ich eine heikle Sache. Und wenn die Sachen immer noch, wenn ich die immer noch bezahlen muss, wenn ich ein Sample benutze von irgendwas. Es wird verhindert, dass du Brecht vertonen darfst, weil die Erben sagen, das hat der Hans ja damals so schön gemacht. Ja, genau. Also, du darfst bei Beckett auch keine Figuren streichen. Ja.